Hallo. Maxi. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 fehlen noch. Und wir sind genau 10 Stück. Sind denn genau die Leute da, die du geschrieben hast? Falls ich ja. Okay. Also noch nicht alle, 2 fehlen noch. Aber ja, die sind. Elita fehlt noch. Wer fehlt noch? Ja. Oh, hallo Pibi. Ich glaube, man hört mich. Ich bin ein bisschen leise, wenn du. Nee, alles gut. Nee. Okay. Du bist aber Roboter. So. Ja. Was? Ich bin Roboter? Nein. Ist mein Internet wieder kaputt? Ist meins kaputt? Einfach mal neu joinen sollen, was bei dir kaputt ist. Ich höre keine Roboter, außer Timid. Ich kann nicht den Namen. Hallo. Okay. Hallihallo. Tschüssi. Ah, bin hallo? Wieder da. Bin da. Oh Gott sei Dank. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich mich verzählt? Habe ich also, 10 Leute eingeladen? 1, 2, 3. Also hätte ich doch noch wen einladen können, nee. Oder? Das 10, irgendjemand davon fehlt. Ne, wir können es doch bis 15 Miau, Leute, Peter. Oder? Der Kritikator. Ja, es geht bis 15. Aber. Ach, Elita fehlt noch. 2 Jahre. Was ist mit 2 Jahre? Was? 2 Jahre? Ist schon zwei so alt. Wer ist, zwei Jahre alt? Ja, ich bin 2 Jahre alt. Oh mein Gott. Ist. Mutter, du Baby. Okay, Elita kommt wohl verspätet. Hallo, herzlich willkommen. Oh, Gatcon ist weg. Bye bye. Jetzt kommt das Intro von Moderado. Da freue ich mich drauf. Ja, stell kurz schon mal einen Call. Wir brauchen also Startmusik dafür. Ja, warte. Wir können uns ja sehen. Maxify Song nehmen? Nein. Ja. Maxify. Was? Ja, nein. Nein. So, ich poste in den Codes-Raum einmal den Code. Oh. Tatsächlich in den Grauen, wo es reinkommt. Okay, ich leg den. Okay, warte, ja? Sieht man? Ja, nee, ja man sieht den. Ja. Ich oben rechts ins Führer. Nee. Oh shit, man sieht den sogar in-game. Da unten. Kann man den irgendwie ausmachen? Ah, Streamer-Modus an. Ja, der Streamer-Modus ist wichtig. Ja. Oh, ich kann euch jetzt Freundesanfragen in Among Us schicken. Oh, man hat jetzt so ein. Zack. One Request. Hä? Nimm an, ich wusste bitte. Nicht mal, dass das geht. Okay, ich nehme an. Oh, ich kann auch. Oder kann ich einfach. Oh, ich kann einen Request senden. Cool. Oh, meine Musik ist ultra laut. Nimm ich an. Habe ich die jetzt angenommen? Okay. Ich lasse euch alle ein bisschen Zeit. Hallo! Hallo, willkommen! Hallo, willkommen! Wir haben den Code schon in den Code-Stelle reingepostet. Und dann machen wir gleich eine Vorstellungsrunde, die wird richtig peinlich. Die wird so peinlich, das ist so glaube ich. Aber das jetzt echt. Ich will anfangen. Wo muss ich denn? Also, okay. Okay, du musst unten. Bist du in Among Us? Du kannst da Spiel beitreten irgendwo drücken oder so? Oder beitreten oder spielen? Und dann kannst du da online. Unten rechts einen Code online. Eingeben. Okay. Und Europa. Okay, Code-Eingabe. No, jetzt muss ich kurz ausblenden. Wenn ich online gehe, könnt ihr mir dann auch nach? Oder kann ich das so eine Einladung machen? Okay, nee. Ich hab's hingekriegt. Alles gut. Oh, exzellent. Oh, ich hab den Code geleakt, Oh, es gibt einen Streamer-Mod. Ich wusste nicht, dass der Code da unten ist. Das ist auch so ein Scheiß. Okay. Dann geh erstmal oben rechts auf Einstellung. Ja, das müsst ihr mir vorher sagen. Was mache ich denn, dass ich... Du gehst oben rechts auf das Zahnrad und dann ist da eine Einstellung unten rechts, Streamer-Mod. Die ist gerade auf, die machst du mal an. Also, ja, okay. Jetzt ist der Code weg. Okay, ihr habt den nicht gesehen. Das war so kurz. Ich habe so gut reagiert. Wirklich, ich habe krass reagiert. Da kommt niemand rein. Okay. Ja, die Leute passen okay, auch nicht hin, Leute. Gefühl, wenn ihr alle das reinkommt, ist irgendwie genug. Passen wir nicht. Da fehlen noch. Maxi muss noch rein und. Ich dachte, Maxi schon da. Ich bin dran, ja. Maxi macht Turbo, bitte. Maxi, mach hinne. Hä? Ja, warte, die kommen. Die Zuschauer kommen. Die Zuschauer. Maxi, schnell. Mann, ey. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das geht klar. Ja, mein Internet fällt die ganze Zeit aus. Das heißt, es kann sehr hochwahrscheinlich sein, dass ich rausgeworfen werde. Das ist nicht gut. Warte mal, Cardcorn ist Maxi? Nee. Ja?
Was? Ich glaub, Maxi ist Maxi. Ist Maxi. Ne? Okay. Das hat sich gerade so angehört. Maxi kommt rein, dann kann Maxi rein und Karkot rede. Also, sorry. Also Maxi ist der, den ihr immer abstechen müsst als erstes. Also okay. Alles klar. Wir auf. Maxi machen wir auf. Machen wir dann nicht das Spiel nochmal? Genau. Ja. Intercode. Also, nein, aber was ist Nachricht denn, wenn ich mal ohne Maxi spiele? Weißt du, bin nicht drin? Okay, ich bin heute Maxis Bodyguard. Maxi stirbt keine Runde. Junge, okay, ich töte nur Maxi. Also. Nein, ich stell mich in Maxi und wenn jemand Maxi stabben will, stabbt er mich stattdessen. Okay, Leute. Dann stellen wir uns jetzt alle im Kreis. Kann ich was interagieren? Was muss ich denn drücken? Mit WASD läufst du? Ja, das habe ich rausgefunden. Oh. Und hier, guck mal, hier drüben kannst du dich umziehen. Mit Leertaste. Ah ja, oh, ich bin schon angezogen. Guck mal nicht hin. Genau. Ich bin schon angezogen, easy. Was nehmen wir denn? Wollen wir weiß oder schwarz? Ich call's, mir wird als erste Imposter. Und ist so überfordert. Das sehe ich dich. Also, ich bin aber nicht der Einzige, der als erstes spielt. Also, es sind ja nur andere. Ich hab auch überhaupt keine Ahnung. Ja, okay. Pivi hat auch keine Ahnung. Du hast einen Bodyguard, also bitte. So, Leute. Warte mal, ich brauche einen Bodyguard. Das ist mein Bodyguard. Ich bin ein Bodyguard. Pivi ist mein Bodyguard. Okay, wir sind Bodyguard. Ja, okay, bitte. Ah, nee, ich kann auch noch was auf dem Kopf. Warte. Ich bin lila. Ja. Und du bist dumm. Was? Ja, das steht da dumm. Was heißt denn das? Warte, was heißt das? Das heißt immer nicht dumm, ne? Nein, das heißt. Also, nein, ich bin nicht das ist ein Akronym für. Schlau. Die unfassbare. Duper. Das muss eigentlich ich haben. Die unfassbare Miau, gib mir mal. Die unglaubliche Miau, gib mir das, Frau. Ist okay. Ja. Wir spielen heute Among Us Vanilla komplett erstmal. Wir können das nachsteigern. Vanilla Among Us hat ihr mittlerweile auch extra Rollen, aber die machen wir erstmal aus. Wir haben ein paar Leute dabei, die schon neue Rollen. Ich glaube, es gibt ja, also die kennen wir schon, aber die anderen ja nicht. Wir haben ja Beginner dabei. Deswegen alle nett spielen. Das Spiel funktioniert so: Es gibt zwei Imposter, die können Leute umbringen mit einem Cooldown. Unten rechts hat man einen Knopf und wenn man Leute umgebracht hat, dann sterben die. Wenn alle tot sind und noch die Imposter leben, haben die Imposter gewonnen. Ja. Wie heißt die jetzt? Wie heißt die Map jetzt? Wir spielen Killerspiel. Wir spielen Killerspiel, ganz recht. Nee, dass ich mir die Map aufmachen kann, weil ich keine Ahnung von der Map oder so. Keine Sorge. Ich habe vergessen, welcher Name das ist. Ich glaube, man hat die mittlerweile auch in-game direkt in dem Gespräch. Ja, genau, stimmt. Also, die haben es endlich mal geschafft nach 10 Jahren. Oh, so. Hallo. Ja, machen wir jetzt Vorstellungsrunde? Ja, okay. Du willst anfangen, Timmit? Nein. Timmit, ich würde sagen, du hast so gefragt. Okay, ja, ich wollte ganz dringend anfangen. Okay, ja, hallo, ich bin Timmit, ich bin sehr groß. Und was machst du so? Ich klaue kleinen Kindern das Pausenbrot und steche gerne Maxify ab. Also du spielst Valorant? Ah ja, hallo, und ich spiele Valorant. Valorant? Ist das nicht ein Spiel, wo man Leute umbringt? Oh. Nein. Ich gebe das Zepter zu Maudado. Okay, hier, mach Platz auf der Bühne. Hallo. Weg hier. So. Timmit, geh zurück in den Kreis. Ach so, oh ja. Ich werden wir alle rausgeschmissen. Stimmt. Hallo. Mach schnell. Ich bin Maudado. Ich bin 28 Jahre alt und in meiner Freizeit spiele ich Videospiele und zeichne. Hallo, ich freue mich sehr, mit euch zusammen Among Us zu spielen. Yay. Meine Schwächen sind... Ja, ich habe keine Schwächen, so. Oh, okay. Einfach das vorstellen. Ich gebe das Zepter an Pivi. Das meine ich genauso. Ja. Okay. Muss rüber? Weil, muss ich in die Mitte? Es gibt gar keinen Kreis mehr. Nee, hier. Achso, dahin, ja. Hallo, ich bin Pivi. Ich bin 19. Pivi. Und eigentlich mache ich nur Kunst, deswegen bin ich highly überfordert. Du hast einen Zettel auf deiner Stirn. Hallo. Schön, dass du da bist. Das freut mich auch. Sieht sie uns überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen dumm. Wo bin ich? Ich nehme Miau, komm. Ah, ich. Ja, hallo. Ja, hallo, ich bin Miau. Ich habe überhaupt nicht überlegt, was ich sage, deswegen denke ich jetzt wieder drüber nach, was ich sage, und das ist nicht gut. Also, ich bin Miau.
Hallo. Warte, also, ich gleich ja, nach, ich spiele. Ich komme immer näher und wenn ich Imposter bin, ne, das seid alle tot. Okay, sehr gut. Hilfe. Alle. Wer kommt weiter dran jetzt? Ich bin dran. Geh weg, Maxi. Ich bin der Winterquacker, ich bin 25 Jahre alt, aber ich werde in einem Monat 26. Boah, ich hoffe, ihr kommt zu meinem Geburtstag. Ja, Geburtstagsparty, ist das eine offizielle Einladung? Ja, das ist eine Einladung. Ihr seid alle eingeladen. 12. August in Maudados Wohnung. Tatsächlich in Maudados Wohnung. Ihr seid alle eingeladen. Ich bin professioneller YouTuber und meine Schwächen sind, dass ich zu gut in Among Us bin. Okay. Und ich gebe jetzt, was ich mir wünsche, gute Laune in Among Us spielen. Und ich gebe den Redestab weiter an Maxi. Achso, zum Geburtstag auch. Also okay. Wir spielen nämlich Among Us. Wird die Lobby nicht gleich zugemacht, wenn wir so weitermachen? Also ich bin Maxi, bin auch 25 Jahre alt. Was? Und ich sterbe jedes Mal im Spiel. Ja. Hattest du schon Geburtstag? Ich bin Imposter und ich habe zwei Kinder mitgebracht. Oh. Ah, ja. Schon zwei Kinder mit 25? Ja. Ja. Wow. Oh. Wie alt sind sie denn? Auch 25. Wow. Und wie heißen die? Das ist doch egal, die haben keine Namen. Eins und zwei. So, ich gebe das jetzt nicht weiter. Fufu. Hallo, mein Name ist Fufu. Ich bin viel zu alt, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wie alt ich bin. Bist du der mit Wow? Deswegen bin ich immer sauer. Ja, ich bin der Wow, Wow, Wow sagt. Oh, kannst du es mal machen? Kannst du machen, ja? Bitte. Aber nur, wenn ihr mir Unterstützung gebt. Okay. Auf drei. Okay. Ja, was müssen wir? Drei, zwei, eins. Aber das so funktioniert auf drei nicht, du hast runtergezählt. Ja. Das hat geklappt. Kann man das öfters machen, das finde ich lustig. Jedes Meeting bitte einmal, ja? Wow, ich war weiter. Hallo, ich bin Elita, ihr könnt mich Ellie nennen, so heiße ich auch jetzt in-game hier gerade. Ich bin 23 und VTuberin und nehme euch alle hops heute, ihr treulosen Ich Tomaten. Auch, nehme dich auch hops. Ich nehme dich hops. Ich nehme dich hops. Nee. Das sind keine genommen. Freunde mehr danach, sag ich dir doch. Oh. Sag mal, Among Us zerstört das Freundschaften oder meinst du es okay? Nee. Das ist nicht so schlimm wie Mario Party. Ist nicht so schlimm. Ja? Zerstört nur die Freundschaft mit Maudado und Maxi. Ich habe wirklich immer Leben. Ich habe ja das meine zweite Runde. Also ich habe erste wirklich auch nicht wirklich. Also, ne? Aber das. Genau. Ich hatte immer Angst gehabt zu spielen. Das ist ja überraschend. Aus dem Grund, dass man. Kenny muss ich mir noch vorstellen, glaube ich. Ja, ich dachte, das kriegt man Ehrenrunde jetzt. Sorry. Gleich nochmal neu machen. Dann kann ich das besser machen diesmal. Hallo, ich bin Timmit. Hallo Tim. Warte, sind doch nicht alle da. Oh ja. Ist das der gleiche Code? Nee. Okay. Nee. Ja, der muss ich ja wieder wegmachen. Oh. Ihr habt so einen Streamer-Modus, den könnt ihr anmachen. Dann sieht man den Code nicht. Ja, aber wenn ich ihn jetzt eingebe, dann. Nee, dann ist er auch zensiert. Du kannst einfach copy-paste. Ja. Aber wo muss ich den jetzt eingeben? Dann geht eine Code-Eingabe nicht. Ja. Zurück. In den Kopf. Warte mal. Oh moin. Willkommen zurück. Entweder es funktioniert jetzt. Oder es funktioniert nicht. Jo. Mal gucken. Warte. Mach dir nicht zu viel Stress. Aber da drin, oder? Ja, den Stream ist lieber bleiben, vielleicht hilft das ja. Aber das sind dann jetzt fünf Ausfälle hintereinander. Okay, da sind alle da, dann ist jetzt noch kein. Aber Matt, du siehst wunderschön aus. Ja. Hallo. Stalking, you know. Okay, Leute, let's go. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin Candy, freue mich, euch kennenzulernen. Ich kenne eigentlich nur Ellie und Maudado und Timmit. Und das Hallo. Ist, Hallo, Candy. Keine Ahnung, ich habe so viel über nachgedacht, was ich sagen will. Ich habe auch. Okay. Und danach noch Miep. Hä? Vorstellungsrunde, du bist dran. Wir haben uns schon alle vorgestellt, als du weg warst. Oh Gott. Hi. Nein, du musst nach links gehen. Nach vorne gehen. Wo muss ich hin? Genau. Okay. Ja. Hallo? Ja, wir gucken alle. Ja, wir kommen alle näher.
Lass dir nicht vor. Ich fühle mich, mich so eingeengt. Ich bin Mip. Ich bin ein Artist auf Twitch und Instagram und Twitter. Und ich male sehr viel. Ich male auch sehr viele von euch meistens, manchmal. Hat man vielleicht ab und zu schon gesehen. Ja. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Okay, let's go. Und ich mag Among Us. Okay, dann starten wir die Runde und wer keine Besprechung ist, muten wir uns einfach. Wenn wir, wenn es ultra geil ist und wir nochmal spielen, können wir das nächste Mal einen Voice-Chat. Es gibt so einen Mod, mit dem man Voice-Chat hat. Oh ja. Ich habe eine Frage. Ja. Machen wir mit Geister-Chat? Das heißt, dass alle sich voll muten und die Geister während der Runden quatschen? Wie geht das? Ach so. Geister-Chat. Naja, Fullmute. Ja, alle Fullmute und außer die Geister, ja. Das wäre lustig. Also mir ist das egal. Ja. Einer vergisst zwischen wieder. Ja, aber dann vergisst es einer. Das ist risky, oder? Aber wir können es machen, wir können es machen. Okay, Kopfhörer auch muten. Und Geister müssen aufhören zu reden, wenn wir Kopfhörer? Genau, ja. Ja, Kopfhörer auch muten, damit die. Aber ich wollte den Game-Sound hören. Nein, nur nicht. In Discord. Ey, warte mal. Wenn man rausfliegt, meinst du, dann muss man Kopfhörer muten? Nee. Während, also, das läuft so ab, das ist ja die Runde. In der Runde reden wir nicht miteinander. Und wenn eine Leiche reportet wird, ist immer eine Besprechung. Und in der Besprechung reden wir nur miteinander. Aber in Discord alles muten, auch deine Kopfhörer, weil die Geister während der Runde miteinander reden dürfen. Oh, das ist für mich, da muss ich immer aus dem Spiel raustappen, weil ich gar nicht eine Mute-Taste dafür habe. Warte mal. Ich habe da auch keine für, aber ich mach mir jetzt einfach eine. Ich mach das einfach. Ja. Das dauert ja nur 2 Sekunden. Toggle Mute. Also macht man das. Toggle Dev. Und dann einfach. Ich mache einfach das auf dieselbe Taste. Okay, hab's geschafft. Eingabemodus Sprachaktivierung. Das ist Deffen. Taub machen. Deffen. Ich will nicht taub werden. Ich weiß leider nicht, wo ich das finde. Ja. Ich meine, es passiert nicht häufig. Ist auch nicht schlimm, wir müssen es auch nicht machen, ne? Wann oder so. Ich will jetzt nur wegen mir, ist ja blöd. Warte mal, ich guck jetzt mal. Man kann Baudardo wieder abwerfen. Ja, das ist ja. Geht's? Kannst du mal testen? Zack, pass auf, jetzt kriegst du was an den Kopf. Warte mal, was hast du gesagt, muss ich machen? Also, du gehst in Discord rein, dann gehst du auf Einstellung. Ja, ich hab jetzt Push to Talk, hab ich jetzt Hotkeys, hab ich jetzt. Ach so, bei Hotkeys bist du schon. Das war Deffen. Ja. Taub machen wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt. Push to Mute gibt es. Nee, Mikrofon ein- und ausschalten hab ich jetzt. Kopfhörer aus- und einschalten oder so vielleicht. Es gibt keine Kopfhörer ein- und Ausgabe deaktivieren, wahrscheinlich, oder? Ein- und Ausgabe ist es dann wahrscheinlich auf Deutsch. Ein- und Ausgabe. Ich hab's einfach auf meinen Mute-Knopf gepackt. Ja, ich mach mal. Ja, war richtig, ne? Hat geklappt. Ich bin so ready. Oh, okay, ich bin ready. Okay. Ja. Gut, dann starte ich jetzt die Runde. Viel Glück. Let's go. Gut, ich lass euch nicht abstechen. Okay, viel Spaß. Ich habe gesagt, was getan. Aha. Oh je. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Amogus. Es ist soweit. Wir spielen. Und wir sind Innocent Crewmate. Ohne extra Rollen erstmal, alles ultra vanilla. Und, ja, ist ultra cool. Wir haben. Okay, vielleicht muss ich gleich das Abwerfen deaktivieren. Aber wir haben 2 Imposter, wir haben 8 Crewmates und das ist alles ganz beim Alten. Wir spielen klassisch. Klassisch. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen wenige Tasks tatsächlich. Aber ich mache die einfach nicht. Wir müssen die Tasks, glaube ich, hochstellen. Ich habe einfach Standardeinstellungen gelassen. Okay, Maxify macht Maxify. Bist du Sass? Bist du Sass? Okay, es ist ein bisschen verwirrend, nachdem ich mit so vielen Regeln gespielt habe. Kommt mit, kommt mit. Mit so vielen Regeln gespielt habe. Candinia kommt entgegen aus dem Ding. Ohne die ganzen extra Rollen. Aber ist auch mal wieder ganz fun. Mal schauen. Ach, obwohl, Wallstedt wäre schon geil irgendwie. Na, was geht? Moin, moin, moin. Na, Gary, was machst du hier? Nein! Okay, ich mach meine Tasks.
Die haben das gut ausgeplant, tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit den Kill-Cooldowns gemacht habe. Maxify und Fufu einfach. Warum ignorieren die das, dass wir tot sind? Timid, das ist einfach egal. Oh mein Gott, Timid wird abgestochen. Oh mein Gott, Timid wird so hart abgestochen. Es liegen einfach Aale da unten. Was zur Hölle? Mein Candy, guck doch mal hin. Okay, Leiche. Gott sei Dank. Ja. Buenos dias. Oh yeah. Das ging ja schnell. Holy. Wow. Ja, okay. Das sind ganz schön viele auf einmal. Oh, Dado hat gesagt, wir sind keine Tryhard, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Was ist passiert? Wo sind die Leichen? Genau. Also, ich wette, die sind alle in Specimen. Warte mal, wo? Wo ist das nochmal? Kann man die Karte öffnen? Da unten. Da war ich noch gar nicht. Wie heißt der? Also ich habe Timid vor 3 Sekunden noch gesehen oder so, bevor er... nicht einmal über den Weg gelaufen. Ich war Specimen, bin dann hoch zu Lab und dann ist mir so eine riesige Traube an Leuten entgegengekommen. Darunter war auch Mordado, glaube ich, und Timid gewesen. Ich glaube auch noch Maxify war dabei. Aha. Und ich weiß auch nicht, ob Cracker auch dabei war. Auf jeden Fall habe ich gerade Timid gefunden im unteren Kontaminierungsbereich. Und aus der Richtung kamen mir Cracker und Maxi entgegen. Die sind dann auch umgedreht, als ich die Leiche reportet habe, um mir hinterhergelaufen. Also ich war mit Timid in diesem Dekontaminierungsding, da hat er noch gelebt. Dann bin ich rausgegangen. Dann kam mir Candy Nya entgegen und Maxi war auch da. Und dann wurde Timid reported. Also ich weiß nicht, ob... Kann ich auch nochmal was fragen? Wo war die Leiche? Waren die alle da unten? Ich habe gesehen, dass die schon tot waren und dann dachte ich mir, okay, die sind bestimmt in Specimen dann gestorben und bin deswegen schon auf dem Weg zu Specimen gewesen, weil ich habe die da zuletzt gesehen. Nein, aber was ist denn Specimen? Ich habe die das hier offen, es ist auf Deutsch bei mir. Ach so, das ist das unter dem Labor, in diesem Schlauchgang? Atemraum heißt es im Deutschen. Aber Kenin, ja, du kommst ja von da unten, ne? Ja, ich gehe davon. Also ich kam nicht von da unten, ich kam von oben. Peavy hat mich auch gesehen. Ich bin mit Miep zusammen dann runtergelaufen. Also ich war eigentlich nie unbeobachtet auch. Ich würde jetzt sagen, dass es Maxi und Cracker waren und die jetzt beide. Also ich, sind. Es muss entweder Maxi oder Candy Nya sein, glaube ich. Oha, ich... so wenig haben gebaut. Ich habe keine Ahnung, ich hatte Zahnprobleme. Ich hab gar nicht. Also. Okay, irgendwie bekommt ihr das nicht hin mit dem Geisterchat. Obwohl, warte. Nee, Candy hätte sich auch komplett muten müssen, weil Candy lebt. Okay, YouTube, was soll denn das? Dafür kriegst du ein logisches Timeout. Das sind keine Ahnung, wie unhöflich ist denn das bitte? So. Nächstes Mal kriegst du mehr. Es gibt unterschiedliche Stimmen auf diesem Planeten. Was soll denn die Scheiße? Okay, ja, eigentlich ist das Spiel verloren. Miep hat der Disconnect, das sind nur noch 6. Maxi ist links. Denkt ihr, Maxi drückt den Knopf? Maxi. Okay, jetzt müssen sie warten. Du. Wer hat reported? Ich habe reported. Bei mir ist daneben so ein kleines Zeichen. Wo war die Leiche? Die Leiche lag in Weapons. Ich war kurz noch AFK, weil mein Essen von Lieferando ist gerade nicht. Und dann bin ich direkt zur Lifeline, habe gesehen, dass Peavy tot ist. Dann bin ich kurz, dann ging der Alarm los. Ich bin kurz zum Admin-Table, habe gecheckt, wo gerade eine Leiche liegt. Eventuell. Und dann war eine Person in Weapons, dann bin ich da auf gut Glück hin und dann lag sie.
Also ich habe gerade dieses Seismic-Dingsbums gefixt und ich habe auf jeden Fall, also Candy habe ich gesehen und Maxi habe ich auch oben gesehen bei Dropship. Ich war links oben gerade bei diesen Reaktor-Dings. Aber davor warst du auf jeden Fall in der Nähe von Comms und Weapons, weil ich bin hochgegangen am Anfang zu Storage und habe dort meine Aufbildhaus gemacht und Cracker ist auf jeden Fall unten lang gelaufen. Ja, ich war direkt nach dem Meeting habe ich diese Aufgabe unten links gemacht einmal. Aber das war, also war halt direkt nach dem Meeting. Ich weiß also jetzt nicht. Wir müssen das so oder so voten, weil es sind noch zwei Killer drin und die Crew hat keine Chance mehr, sobald der nächste Kill fällt, oder? Es leben noch fünf, ja. Es wurde ja noch keiner rausgeschmissen, ja, das heißt... Ja, also es leben auf jeden Fall noch zwei Imposter. Es kann eigentlich nur... Ja, Candy oder Maxi sein für mich. Ja, für mich halt Candy. Ich war gerade oben. Candy ist gut. Ich bin schon Candy. Dieser Timid-Kill kann halt. Es kann halt easy sein, dass Candy am Anfang Timid gekillt hat, diesem Ding, und sofort reportet hat, bevor Maxi reporten konnte. Es kann halt natürlich auch sein, dass Maxi gekillt hat, Candy das gesehen hat und Maxi dann umgedreht hat. Ihr seid für mich beide sehr sus, weil ihr halt so nach dem Motto, ich report die Leiche und ihr kriegt Angst und geht dann nochmal zurück, so. Also, das war ganz weird, das Movement. Boah, die müssen Maxi. Ich weiß es nicht. Maxi hätte mich halt davor schon killen können, irgendwie. Ich muss was voten. Oh no. Das ist blöd, dass ich nicht lebe. Sonst hätte ich das erklären können, dass sie voten müssen. Das ist... Ah, das ist ja... Da waren wir wohl im Poster. Ich finde euch voll toxic, Maxi. Warum hast du mich umgebracht? Ich habe extra gedacht, dass du nichts machst. Weil du gar so lange gebraucht hast. Ich habe Maxi ein bisschen in den Double Kill getrieben. Ich dachte halt so safe, ich kann halt Timid killen und wenn noch wer kommt, killt Maxi den, aber Maxi hat dann nicht gekillt. Ich wollte nicht mal Mordado sofort reporten und habe erst mal geschaut und dachte, okay. Das hast du davon, dass du mich nicht sofort reportest. Weil ich hatte mega viel Zeit. Das hast du davon. Aber das ist nicht so doof, wenn ich die ganze Zeit rausfliege. Ja, alles gut. Alles gut. Eine Person fehlt noch und rechts kann man weiterdrücken. Ja, man muss voten, tatsächlich. Ja, Stimme benutzen. Ja, das war ein bisschen fies, dass jetzt am Ende nur Leute drin war oder viele Leute drin waren, die nicht so gut, nicht so viele Mangas gespielt haben. Egal, am besten, irgendwie am besten Maxi. Candy sind krass. So, okay. Die Sache ist, ich habe nicht aufgepasst, das Licht geht aus, ich würde gern überleben, ich würde gern den Innocents helfen, damit man so ein bisschen lernt, aber wenn ich umgebracht werde, geht das halt nicht. Okay, das war ein chilliger Stack-Kill, ja. Stack-Kill, also. Warte, das war so sneaky, wer das war. Ihr wart alle auf dem Haufen da. Ich war da auf dem Haufen und ich bin sehr glücklich, dass es nicht mich erwischt hat. Der Haufen ist auch gefreut. Beste Taktik, Alter. Wo ist denn die Leiche? Wo direkt bei Lights, also wir waren alle. Wo ist die Leiche? In einem Haufen von Menschen. Irgendein Kranker hat jemanden da umgebracht. Also ich stand nicht in der Menge und irgendwer stand links noch von mir. Ich stand auch nicht in der Länge. Ich stand also ich habe jemanden in Schutz, ich habe Candy ja bei mir gesehen, die waren ja, nicht. Ja, und Miau ist auch raus, ja. Warte, wer war alles nicht da? Wo Miau war denn Candy und ich? Miau. Ja. Und Candy? Ja. Ich habe Timid aber nicht gesehen. Ich war auch nicht in der Menge. Nee. Wie? War jetzt alles in der Menge? Also war Winterkrieg und ich in der Menge? Und ich auch. Nee, da müssen noch mehr, da waren noch mehr. Glaube ich, mehr. Ich war auch in der Menge. Ich habe ganz viele okay, alle außer Candy, Timothy. Noch. Ja, richtig. Okay, wir haben viele Verdächtige. Ich habe am Anfang mit Wasser geholt, deswegen stand ich kurz. Aber ich krieg's. Ja. Ich weiß, ich würde nicht, man sowas also ich hab so ein paar Maxi-Vibes irgendwie bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, da war irgendwie so Dinosaurier in der Luft, keine Ahnung. Irgendwas war da. Darf man die Namen da oben lesen?
Ihr müsst skippen. Ihr müsst skippen. Achso. Ihr könnt auch jemanden voten. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Kurze Frage, aber darf man das lesen da oben? Nee, was steht da oben links? Ja, die Nachricht, wenn die kommen, dann... Was? Ich mach meine Aufgabe und ignoriere euch alle. Was denn? Du bist Imposter, steht da. Okay. Nicht muted? Ja. Wenn ich mit Timid und Miau, wenn die irgendwie zusammen sind, unterwegs sind, wenn die zu dritt waren, also wenn zwei von denen zusammen sind, dann bin ich eigentlich sicher, kennen die Timid Miau, weil nur einer von denen kann Imposter sein, maximal. Und vor Wintercracker und vor Maxi werde ich mich so... Oh mein Gott, Maxi, geh weg. Oh mein Gott, sie sind's. Das ist unglaublich. Junge, könnt ihr nicht mich verfolgen? Können die zwei... Oh, wow. Leute, die ganze Runde laufen mir zwei Sassy Barkers hinterher. Es ist unglaublich. Die zwei Leute, die im Stack standen... Warte. Wen meinst du? Ich meine dich, Maxi. Jetzt? Ich bin kein Barker. Du bist so ein Sassy Barker. Nee, also pass auf. Ich möchte mich erklären. Ich stehe die ganze Zeit auf Maxi, damit er nicht stirbt. Das war mein Plan von Anfang an. Okay, und ja, die letzte Runde, ne? Und dann habt ihr alle umgebracht. Ja, ist Maxi gestorben letzte Runde? Nein. Ey, ich hab mich gerade so tot gesehen. Ich wollte sterben. Was ist bei dir passiert? Wer hat dir was angetan? Ich weiß nicht. Da kam mir so nah. Ich kann ja nicht sagen, das kann ja nicht sein. Man weiß ja nicht, ob das so ist, aber ich wirklich hatte voll Schiss bei Timothy, Mann. Du hast mir voll Angst gemacht. Ich weiß nicht. Ey, du hast mir voll Angst gemacht. Ich kann einfach nur den Raum rein. Ich weiß nicht, nein! Komm mal aus, aber. Ja, aber also anstatt, dass du dann direkt dahin gehst, bist du zu mir gegangen. Du hättest ja direkt zu diesen Machen-Sachen gehen. Wie die machen das? Ja, du bist ganz schön nervös. Ja. Und dann bist du nach rechts gelaufen nochmal. Anstatt, dass du direkt hinten gehst, bist du nach rechts gelaufen. Ja, ich hab fast auf Killbutton gedrückt. Ja, also ich kann das verstehen, ja. Maxi hat mich verfolgt und Wintercracker hat Maxi verfolgt. Ich rieche plötzlich auch. Alle verfolgen. Ich will eine einstweilige Verfügung gegen Maxi, Fire und Wintercracker bitte haben. Es ist voll das Horrorspiel, unterschrieben. Ja, wenn Wintercracker einhält, ja, dann kannst du ja bei Maxi bleiben. Aber Maxi, halt dich fern. Das reicht. Habt ihr gewotet? Was habt ihr gewotet? Ihr habt mich umgebaut und ich wurde auf Maxi. Ihr kommt auch auf Maxi! Oh mein Gott! Ich hab nie gemacht! Ich geh weg von Maudado. Ja, bitte! Alle weg, oh, bitte geht alle weg! Fufu. Fufu ist halt auch Omega-Sass. Oh, Timid. Wenn ich hier bleibe, kann mir eigentlich nichts passieren. Hier ist sicher. Wir sind hier gerade das sichere Dreieck, weil mehr als... Oh. Miau, bleib da. Okay, wir machen Task. Oh nein, das ist so riskant. Das ist so ein Fufu-Kill. Nein, Miau, bleib da. Nein, Miep, Miau. Miau, komm mit. Oh mein Gott, es sind irgendwo Kills passiert. Deswegen ist der Alarm da. Oh mein Gott, okay. Ein Specimen ist safe, wieder jemand gestorben. Ich hab so Angst, das ist so dumm hier reinzugehen. Oh mein Gott, das leben alle. Okay, etwas risky. Ich will eigentlich nicht in den Poster reinrennen. Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Oh, ich mach meinen Pass. Oh Gott, das sieht das aus. Okay, ich muss wieder jemanden guten finden. Ich habe keine.
Nicht schief. Oh Gott. Okay, Miep hat mich nicht erstochen. Leute, ich bin so sussed out. Das ist unglaublich. Ah, miau, bleib da. Du bist lieb. Miau hatte auch Angst. Im Winter einfach die Megasass-Bewegung ganze Zeit. Oh, ich komme dir zu nahe. Was okay, also ich kann sagen, ich kann sagen, 100% Maxi ist es nicht. Danke. Ich habe Timmy gefunden und zwar unterhalb von dem Ausgang bei Electrical U2, also unten halt. Also zwischen, ach so, in diesem Gang. Ja, nee, links ganz unten, am Ausgang. Direkt am Ausgang, wenn du rausgehst, halt Richtung. Wo denn? Bei Elektrik? Genau, ich war da zusammen, hab mit Peewee zusammen schön an der Cam getanzt, die war auch an. Dann hat sich Timid, hat einfach mir das versaut und kam dazu. Und dann wurde es dunkel. Und dann sind Peewee und ich zusammen halt nach oben gelaufen, weil wir wollten nicht mit Timid im Dunkeln da alleine bleiben. Um, ja, dann haben wir das Licht, das wurde dann gefixt, als wir dort ankamen. Und dann kam von, ich glaube, Cracker und Maxi haben das gefixt. Mhm. Die würde ich dann auch rausnehmen, dass da kein Kill passiert ist, weil die waren, glaube ich, beide in Camps am Anfang. Und Fufu kam dann noch rein von rechts. Mhm. Also weiß ich nur nicht, wo Maudado und Okay, ich erzähle dir meine Lebensgeschichte, okay? Ich war in... Du hast nicht so viel Zeit, ne? Achso, ich war unter O2, hab da mein Luft aufgefüllt. Dann war ja dieses Seismic-Ding. Nee. Dann war dieses Seismic-Ding. Dann habe ich gedacht, oh, Seismic ist an. Safe wurde jemand in Specimen umgebracht. Niemand wurde in Specimen umgebracht. Ich bin durch Specimen durch. Hab Miep in Laboratory getroffen, bin da nach links. Und jetzt bin ich bei diesem Seismic-Ding, wo man das Labyrinth machen muss. Und da war... Miau kam von unten. Heißt, ja, ich kam von unten. Aus der Richtung da, wo anscheinend der Killer ist. Ja, genau, da kam ich her und da habe ich dich getroffen. Da standst du nur rum. Ich voller stand also Aufgabe, du oder Miau. Da kam Miau auch Möppi, oder aber da kam auch Möppi. Möppi kam auch von da und ich kam, Peewee kam ja auch entgegen. Ich kam nicht von unten, ich kam von Laboratory. Okay. Also könnte auch Möppi oder so. Ich bin nicht sass. Ich bin Miau sass. Ich bin gar nicht sass. Ich hab Maudade geboren. Ich find's nicht. Ja, ich weiß nicht. Also wer am lautesten Leute als Sassy Barker befürchtet, ist selbst, ne? Ja, schon ein bisschen krass. Was halt, die Sache ist, Maxi war sehr sassy. Okay, Miep ist sass, Miau ist sass. Tatsächlich ist Maxi immer noch ein bisschen sass. Es fallen halt nur ein Kill. Ich glaube, es ist derselbe Mörder die ganze Zeit. Und Miep hat sich sehr gefreut beim ersten Kill darüber, wie krass die Strat ist. Und ich weiß, dass Miep absoluter Amogus-Fan ist. Ich vertraue mal Miau. Miau hatte, also vielleicht ist Miau einfach ein schauspielerisches Talent. Oder... Fufu ist Omega Sass. Fufu ist für den ersten Kill Omega Sass. Obwohl. Nein. Ich will nicht sterben. Ah, Fufu! Maxi, mach das Licht an. Maxi. Nein. Hilfe. Nicht. Geh weg. Okay, Fufu ist nach unten rechts gegangen. Wenn eine Leiche liegt. Oh Gott, das sind sie leben beide. Was ist passiert? Wie, wo? In Communications heißt das? Ja, doch. Ja. Oh, Maudado, kannst du erklären, wieso du Miau die ganze Zeit hinterhergelaufen bist? Erklär mal, Maudado. Ich hab dich in der Camps gesehen. Ich bin am Anfang hinterhergelaufen. Sehr gefährlich. Ja, genau. Und dann ist das Licht aus, dann hab ich links Wintercray gesehen, dann bin ich nur weggerannt.
Ja, das ist Maldado, oder du hast Tail, also, oder du hast Junge, nicht ausgeschaltet, Junge, damit man nicht sieht, dass du Miau tötest. Nee, stopp. Ich habe einfach nur diese Runde Angst. Ich renne die ganze Runde weg. Ich hab du bist, Maldado, du bist uns einmal kurz sogar hinterhergerannt. Und dann habe ich euch gesehen und dann war Maxi bei Strom über mir und hat mich wieder verfolgt. Und du hast mich verfolgt mit deinem Messer. Du hast mich verfolgt! Maldado hat ein Messer in der Hand, das stimmt. Das habe ich gesehen. Also das Ding ist halt, Maldado ist von der Richtung gekommen. Pili und ich waren zusammen unterwegs. Und dann ist von links da Maldado gekommen. Fufu, ich habe dich nur einmal ganz kurz im Dunkeln gesehen und ich weiß nicht, was abgeht. Wir haben Lifeline geguckt und dann sind wir zu Admin und dann wollten wir gucken, ob in Communications wirklich eine Leiche liegt und dann kamst du uns entgegen. Ja, ach so, ja, stimmt, ja, da war ich. Ja. Ja, das ist korrekt. Aber war da nicht noch jemand irgendwie? Candy war da noch. Ich war auch da. Aber ich war nicht in dem Raum. Ich bin halt einmal quer durch die ganze Map gelaufen. Ich war mit Maxify und Cracker haben schon wieder Lights gefixt, glaube ich. Mhm. Ja, die sind von da aus die ganze Runde zusammen. Okay, Leute. Ja. Ich weiß, ihr lasst mich gerade alle aus. Aber ich sage euch, es stimmt halt wirklich nicht. Bitte votet mich nicht. Also, erklär mir, wieso du Miau hinterhergelaufen bist und genau danach das Licht ausgegangen ist und ich sie danach nicht einmal in den Camps gesehen habe. Und dann Wie soll ich dir das erklären? Ich hab Miau nicht mehr gesehen, seitdem es dunkel war. Weil ich nicht sehe, wenn es dunkel ist. Ich habe keine Ahnung, wo Miau hingegangen ist. Siehst du wirklich nichts, wenn es dunkel ist? Ich sehe nichts, wenn es dunkel ist. Und ich habe Miau vertraut, weil Miau ultra viel Angst hatte in der ersten Runde. Deswegen habe ich gedacht, das ist sie auch. Und die einzige andere Person in der letzten Runde, die dann da gewesen wäre, wäre Miep gewesen. Und beim ersten Kill hat Miep irgendwie gemeint, oh, cooler Move am Licht. Gut, dass wir heißt, es ist Miep. Ich bin's nicht. Ja. Ich bin's nicht. Mann, du bist ein Sassy Barker. Du bist ein Sassy Barker. Du hast gerade Eno rausgevotet. Ja, Mann. Ja, wenigstens kriegen sie den Knopf. Sie haben an 6 gewotet. Eigentlich müssen die jetzt verlieren, wenn die... Also wir können jetzt reden, oder was? Ist das richtig? Sind wir alle tot, oder ist jemand hier mit noch? Naja. Ja, ich bin's nicht. Wer hat das gemacht? Ist es Miep? Irgendwas Pinkes hat mich umgebracht. Ja, Fufu ist im Wasser. Und der andere? Weiß ich nicht. Fufu habe ich auch gedacht. Oh shit, ich muss meine Tasks machen. Also hier vor dich meine Pommi. Ja, egal. Oh mein Gott. Ich wusste 100%, dass es Maxi ist. 100%ig. Maxi hat nur einen Kill gemacht? Nein, Maxi hat gar keinen Kill. Also Maxi nur am Ende hat voll getrollt bei den Lights. Irgendwas wusste ich, dass er nicht mehr so getrollt. Deswegen und auch, weil ich Maxi die ganze Zeit beobachtet. Kann das sein? Es sind halt so wenig Kills passiert, deswegen wusste ich, dass es Maxi ist, weil ich ihn halt die ganze Zeit beobachtet habe. Und dann hatte Laudato sogar mit dem Button ja recht gehabt mit Maxi. Ja, ich war's nicht! Das war sehr ungünstige Zufälle. Was für ungünstige Zufälle? Ihr habt einfach irgendwas. Ihr habt mich einmal gesehen, ja. Maldado war es. Kann das sein, dass Imposter hat immer Leute, wenn die richtig gut sind im Spiel? Ja, ne? Was? Ja, das ist eigentlich voll die Reinschwitzrunde. Du musst dir nur YouTube-Videos angucken. Jetzt guck uns an. Wir einfach hier mit drin. Wie spielt man Among Us? Timmit ist der Schwitzer hier. Among Us. Kann ich mal kurz was sagen? Ich kann in Among Us schwitzen. Ich denke, jeder ist es. Absolut, ja. Yes, nee! Ich kann Lava-Becken stellen. Nee, das ist voll schlimm. Ich habe wirklich die ganze Zeit Angst und renne einfach vor jedem weg. Hallo, mein Name ist Maxify und ich sterbe in diesem Game immer. Ein Scheißdreck, du hast heute einen Wasserpass am Tor. Was soll ich denn machen? Maxify hat die Runde nichts gemacht. Ja. ich war voll der gute Inno, ich habe Maxi komplett lahmgelegt, die Runde. Ja, eigentlich halt schon. Ich hab heute Wintercracker halt nicht killen, bis zum Ende hin. Ich hab gewartet, ich hab extra wen anders gekillt, nicht Wintercracker. Das war echt, echt fies. Will ich einmal Light fixen und dann hinterrücks wurde ich gekillt. Ja, ich hab immer einfach irgendwo gewartet. Nice, danke. In den Ecken. Er kommt aus dem Dunklen. QWQ einfach. Ich mute mich. Das war echt ein QWQ-Moment. Verfolgt
Boah, ich... Leute, mein Herz macht das nicht mit. Mein Herz macht das nicht mit. So, ich bleib jetzt einfach bei Winterbreaker. Wintercracker ist so sass. Nie im Leben hat Wintercracker so schnell das Teleskop gelöst. Okay, Maxify, wie wahrscheinlich ist es, dass Maxify nochmal löst? Eigentlich sehr. Maxify, geh weg von mir. Um Gottes Willen. Okay, versuch Maudado. Eine Verbindung zu dir aufzubauen, Maudado. Maudado, als wir nach links gegangen sind, wir sind nach links gegangen aus dem Laboratory. Wer war da noch und ist dann nach rechts gegangen? Die Person hat Fufu gekillt. Ich habe mich schon wieder tot gesehen. War das Miep? War das... Ja, oh, ey, hör auf. Ich habe Lights gefickt. Ich habe keine Ahnung mit der Cracker. Du standst an diesem Teleskop und hast es innerhalb von 2 Sekunden gelöst. Ich bin ja, es war ultra, es ja, war klar. Tatsächlich ziemlich nah. Maudado. Ja, klar. Es war, also Maudado und Maxi sind es nicht. Wo ist die Leiche? Laboratory. 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 Das können ja alle mal ihre Lebensgeschichte erzählen. Ja, ich stand die ganze Zeit am Admin-Table. Ich versuche eine Freundschaft zu Maudado aufzubauen, aber es funktioniert nicht. Tim schwitzt. Junge, du bist so sass, Max. Ich bin immer sass, wenn ich bei dir bin. Ich check's nicht. Kann man ganz schnell von Labor bei Admin sein? Ja, von Admin kann man einfach in die andere Richtung. Ja. Nein, ich weiß, es war safe die Person, die da, weil das Licht ist ausgegangen, wir sind alle nach links gegangen und eine Person ist nicht mit nach links, sondern nach rechts und hat Fufu gekillt. Und ich glaube, das war Miep. Okay, listen, ich habe keinen gekillt, ich hab Lights gefixt. Ich bin überhaupt nicht in Laboratory reingegangen, weil ich musste da oben dieses komische, aus dem Boden rausragendes Teil. Irgendwer war das, also oder vielleicht... Ich war das. Ich bin raus, ich habe 4 Leute im Lab gesehen. Ich glaube, das war Maudado, Maxify, ich glaube, Timid und Miau. Nee, ich war nicht da, es waren 5 Leute im Lab. Oder Cracker und Miau, ja, ich war halt auch im Lab, ja. Ich stand nämlich genau pärchenweise an der Tals. Ich bin gerade in Admin rein und dann kam ich bin in Admin rein und dann kam Timid auch noch in Admin rein. Als das Licht ausgegangen ist, bin ich rausgelaufen auf Lab und hab dann noch Fufu gekreuzt auf Lab-Ausgang. Ich hab keine Orientierung. Ja, Miau sieht hier Geister. Hast du Miep gesehen irgendwo beim Licht, wenn du aus dem Licht gegangen bist? Ja, Miep war beim Licht, hat auch wirklich Licht gefixt und das kann ja nicht sein. Ich hab Fufu ja noch lebendig in Lab reinlaufen sehen, als Licht aus war. Ich hab mich nämlich noch gewundert, dass jemand, anstatt zum Licht zu gehen, weg vom Licht fixt. Ja, und Miau, was hast du gemacht? Ja, Miau war ein Admin-Table. Hast du das gesehen? Timid? Sie kam ganz am Ende ab in Tabelle rein. Ich weiß nicht. Von oben. Oh, mir wurde gewotet. Ey! Hey, warum wollte ich gewoten? Du bist sass. Okay, Wintercracker ist sehr inno, plötzlich. Oder Wintercracker hat das alles. Obwohl, das ist ein bisschen zu viel Geschichte für Wintercracker. Wintercracker macht eigentlich die Spike-Strats. Maxi, kannst du bitte mich in Frieden lassen? Es ist unglaublich. Der Junge belästigt mich die ganze Zeit. Aber das ist Wintercracker. Mein Engel. Bleib einfach bei Wintercracker. Komm. Und wenn der Wintercracker mich hintergeht, dann bin ich richtig mad. Ich werde es so rauslassen. Und das Licht ist aus. Wintercracker, das sehe ich. Okay, wir können schon mal sagen, Miau ist es nicht. Das ist gut, also für einen Schritt weiter. Miau ist es nicht. Map auch nicht. Warum nicht? Und Dado und Wintercracker konnten es auch nicht gewesen auch nicht. Sein. Der Kill ist gerade mal für 5 Sekunden oder so alt. Genau da ist Licht ausgegangen. Andy, passiert es dir vielleicht, dass du self-reportest? Nein. Wenn ich Imposter bin, dann kill ich meistens nicht, weil ich zu viel Adrenalin habe und ich würde niemals ein Specimen killen, weil das ist viel zu auffällig, wenn man da aus einer Kontaminierungsschleuse raus muss. Die Antwort ist einstudiert, glaube ich. Ja, glaube ich irgendwie auch. Also man kann halt... Warum sollte ich dann jetzt reporten? Man kann halt ein Specimen... Ja, weil zu sass ist rauszugehen aus Specimen, wenn man da gekillt hat, hast du ja gerade gesagt. Was sage ich jetzt?
Aber ich würde da auch gar nicht erst killen. Du spielst hier gerade mit Wintercracker, der Miep, ist smart. Miep und Pibi, wo wart ihr denn? Aber könnt ihr denn als Pibi und Pibi waren? Ja. Wir waren im Office. Ich habe gerade gesagt, ich habe das gefühlt 5 Minuten nicht hingekriegt. Oh mein Gott, das passiert mir auch immer. Let's go. Huey ist gerade noch ab mit mir gewesen. Okay. Dann sehe ich hier gerade. Ja, ich war die ganze Zeit da im Büro. Sehe ich hier ein sasses Dreieck aus Candy, Timid und Ellie. Ich würde ja einen Imposter mithaben, der jetzt wahrscheinlich mich auch verteidigen würde, aber also, ich habe ja nicht. Niemanden. Was ist denn Eddie? Ich bin eingesperrt in Weapons. Was? Eingesperrt? Mhm. Wer ist eingesperrt? Ich bin eingesperrt in Weapons. Hat jemand Office gesehen, wie Eddie nach links gegangen ist? Ja, Pee-wee und Mip und die in Office standen, sollten das gesehen haben. Wie siehst du aus? Ich bin das braune Bärchen. Ah. Ich hab Pee-wee und Timid einer muss doch an euch vorbeigelaufen sein, dann in unten rein, weil die Person muss unten reingegangen sein. Wir waren aber oben, wir haben das nicht gesehen. Hab ich aber nicht. Ihr habt das braune Bärchen nicht gesehen. Also ich hab ein braunes Bärchen gesehen. 100% Ellie nur rumstehen. Ellie, ich hab dich nur rumstehen sehen, da hab ich dich nicht mehr gesehen. Ich bin nach links gegangen. Aus Office nach links. Wir haben den klassischen Self-Report und Wintercracker hat's herausgefunden. Ich glaube auch. Warte, wer jetzt? Nein! die Votes werden wild. Oh, war nicht mal bei 7 und trotzdem wird geskippt. Ja, ich lass deine eine Runde, Candy. War wirklich nur. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Kill-Cooldown ist, die Sache. Okay, aber die Türen sind zu, das ist korrekt tatsächlich. Hier wird nicht gelogen. Ehre. So, mal schauen, ob ich das hier überlebe. Sehr unwahrscheinlich. Oh mein Gott, die Türen sind wieder zu, immerhin. Ellie geht wieder in Weapons. Warum? Und wieder raus. Sass. Ach so. War noch gar nicht fertig. Mal gucken, ob jemand bei Licht tot ist. Sass. Hilfe, das Bärchen. Nein, die Kamera ist aus. Okay, es sind safe richtig viele Leute tot. Kamera ist Licht ausgegangen. Geh ich Knopf drücken oder Kamera checken? Ich wusste es, bei Kamera ist eine Leiche. Okay, Leute, das ist nicht gut. Warum höre ich nichts? Ah, okay. Candy lebt noch. Boah, Pee-wee, hör mir zu. Pee-wee, oh. Ja? Du warst nicht sass, oder? Du warst nicht sass. Jetzt noch nicht. Also weiß ich, als ob ich jetzt sage, ja. Ja, okay. Ja, ich hab nur die Leute... Ich bin übrigens im Post, gelaufen, die alle tot sind. Oh. All die toten Leute habe ich verfolgt. Nein, hallo! Wie? Wir müssen... An alle Innos, wir müssen die Runde voten, weil sonst haben wir verloren. Okay. Ja, wenn wir jetzt keinen Poster rausvoten, haben wir verloren. Ich vote mit Maudado. Wer war denn bis jetzt sass? Ellie und Timmy. Candy war und Candy. Goldfischquellen. Ja, das aber Problem ich hab ist, Candy war mit mir halt jetzt in einem Raum und hat mich nicht getötet. Deswegen, also ich habe mit Ellie gerade oben rechts den Reaktor ausgemacht. Wer ich hab den nicht gekillt. Links war ich. Aha, da haben wir schon mal 3, die safe sind. Ja, nein, links ist halt, nee, links ist halt auch die Kamera. Wo ist denn der Kill? Wo ist der Kill denn? Ja, bei der Kamera. Achso. Aber bei mir stand nur, dass auf der linken Seite die ganze Zeit gedrückt wird und auf der rechten nicht. Ellie, das heißt, Ellie und Timid haben nicht gedrückt. Ellie und ich standen vor einer Kamera rechts, als das Kameralicht ausging. Wo bist du danach hingegangen, Ellie? Ich bin safe für den Kill. Ich war recht, ich habe meine letzte Task in Lab gemacht. Ellie ist safe. Und dann bist du auch da gewesen. Ellie ist safe. Ellie ist safe. Die hat gerade mit mir rechts auch ausgemacht. Genau. Pee-wee, was hast du gesehen? Ich habe gar keine Leute wirklich gesehen. Wo warst du? Was hast du so für Tasks gemacht?
Ich habe wirklich niemanden getroffen. Nein, was hast du gemacht? Timmit ist so sehr gesprächig. Ich war kurz dabei, als das Licht wieder angemacht wurde. Mhm. Und dann bin ich halt rausgelaufen. Weißt du noch, wer da alles war? Und dann habe ich niemanden mehr gesehen. Was? Warum reden wir noch, wer beim Licht war? Bei Licht? Ja, da waren halt Maxi längst von und... Du bist keiner am Bart, Timmit. Der war noch total. Ah, weiß ich nicht. Timmit, kannst du aufhören, Peewee reinzureden? Sorry, tut mir leid, ich kann mich eh nicht mehr an die Leute erinnern. Ich merke mir die Namen. Okay. Mip war, glaube ich, auch da. Wo? Mip war da? Du warst beim Licht an- und ausmachen dabei. Das ging die ganze Zeit nicht an, weil irgendwer hat weil irgendwer wieder getrollt hat. Das war wieder so struck. Da war ich kurz dabei. Okay, Leute, wir müssen uns entscheiden. Wer ist es? Mip? Timmit oder Candy? Nein. Warum ich? Ich hab nichts gemacht. Es ist Timmit. Ich bin nicht mehr dabei. Oh no. Ich hab ein ungutes Gefühl, liebe Leute. Ja, ich auch. Oh shit. Oh. Mit oh Mann, Disconnected, ich hab mir verloren. Tut mir leid, Timmit, ich hab niemanden wirklich gekillt. Ich war einfach nur highly überfordert mit Aufgaben. Was ist denn Aufgaben? Wie fake man die? Aber warum reportest du da selber? Keine ich wollte nur mal sagen, ne? Ich wusste es direkt. Das war ja so ein dreister Kill. Ich bin dem gefolgt, aber ich fand es vor allen Dingen, also das war auch so ein Kill, so, ich wäre da niemals zurückgegangen. Ich war schon oben eigentlich und wollte schon in die oben reingehen, in den Kontaminierungsbereich. Dann ist mir einfach scheiße, ich habe die Download-House vergessen und bin wieder zurück. Und dann habe ich... Damit standst du die ganze Zeit, du standst nicht die ganze Zeit in Admin, du kamst dort da rein, oder nicht? Ich hab oben den Kill gemacht, bin reingegangen. Oh mein Gott, stimmt. Ach, deswegen warst du da. Deswegen habe ich noch gefragt, kann man von Labor in Admin gehen? Nein, kann man nicht. Kann man über Specimen. Wir müssen Ich weiß halt nicht, wo man wenden muss. Bis jetzt haben die Imposter immer gewonnen. Aber ich habe gesagt, man kann da wenden. Also. Manado? Ja? Wir müssen Visual Tasks ausmachen. Bis jetzt hat jede Runde die Imposter gewonnen. Warum sollen wir die ausmachen? Ja, sorry fürs Reinreden gerade. Ich war ein bisschen nervös. Oder sollen wir es trotzdem ausmachen, auch wenn bis jetzt jede Runde die Imposter gewonnen hat? Nicht. Also ich konnte halt sehen, dass du Weapons machst und ein Crewmate bist. Also. Ja, hat ja nichts gebracht. Ja, hat Maxi nicht letzte Runde Weapons gefaked? Ja. Ja, hab ich auch. hab ich auch, ja. Ja, lass doch so ausmachen. Dann kann man da direkt. Ja, zeigen. Ich glaub schon, dass wir können es ausmachen. Aber ich weiß nicht, ob man vielleicht mehr Tasks braucht oder so. Mehr Tasks? Ich will nur betonen, es hat noch. Jede Runde haben die Imposter gewonnen. Ja, eben. Ja, ich würde sagen, das passt schon so. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir es noch schwerer machen sollen für die Boys. Oh Gott. Okay. Das macht eh keine Task, von dem her passt das. Oh nein, ich habe meinen Mund mitzufallen. Wer war's denn jetzt? Timmy. Pewie und ich. Ja, wie? Pewie auch, hallo. Ja, war's mir? Ich bin unschuldig. Ich bin Crewmate. Okay, Leute, wir holen jetzt den ersten Crewmate-Sieg, okay? Wintercracker will Benzin machen, okay. Da passe ich ganz genau auf. Okay, Miau ist irgendwie... Miau ist das. Aber Miau weiß ja auch nicht, wie das geht. Ich download einfach mal. In der Hoffnung, dass ich hier nicht sterbe. Okay, wir sind eine Person weniger. Mal schauen, ob es ein Imposter war. Und ob Wintercracker jetzt oben links Benzin gerade füllt. Ja. Ja, was geht? Ich weiß auch, wer es ist. Okay, ich weiß auch, wer es ist. Das ist Timmit. Wie? Das ist richtig. Was passiert? Wir sind, also, Maxi, Timmit und ich waren zuerst links in Electrical, dann kam noch Miau dazu und wir sind um Maxi rumgelaufen und Timmit ist einfach weggelaufen. Timmit ist gegangen? Ja. Ich hab Licht angemacht, ja. Der ist einfach, er ist es hundertprozentig. Ja, okay, kein normaler Crewmate würde diesen Stuhlkreis weglaufen. Ja, also irgendwer muss sich auf mich draufsetzen. Er hat den Stuhlkreis gewonnen. Ja. Haben wir einen Winner gewartet, die aufhört. Aber gar keine. Ja, deswegen. Okay.
Das war ja, Timid. Ja, das war Timid schuld. Er ist es. Hundertprozentig. Ja, du hast mich überzeugt. Ich hab auch für Timid voten. Ja. Mhm. Ja, ja, der hat mich letzte Runde auch gekillt. Dann ist richtig. Ich glaube. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen, Timid? Ich komme nicht mehr raus, glaube ich, oder? Nee. Ich kann nur sagen, dass Maxi und Fufu safe sind, weil die haben die Kabeltask gemacht. Korrekt. Timid hat den Schulkreis verlassen. Timid hat den Schulkreis verlassen. Ich hab mich auch gebotet. Ich hab mich selber gebotet. Okay, Fufu ist der Inno. Pivi ist das. Komm mit Fufu. Pivi, Wintercracker, Fufu. Pivi, Wintercracker, Fufu, Pivi, Wintercracker. Miau kommt. Der Herr. Kenn ihn ja, macht den Sturm nicht an. Miau ist Omega Sass. Also wirklich Omega Sass. Wo ist Fufu? Maxi, was macht Maxi da? Maxi, was machst du da? Was machst du da? Um Gottes Willen. Alter, warum machst du mir so Angst? Maxi, was hast du da bitte gemacht? Ich war an diesem Admin-Table dran die ganze Zeit. Versucht das zu analysieren, wo alle Leute sind. Und? Was hast du rausgefunden? Und? Gar nichts. Okay. Ich habe eine Leiche gefunden und ich möchte mal fragen nach der Lebensgeschichte von Ellie. Willst du mich komplett hops nehmen, oder? Ich wollte nur mal freundlich fragen. Ja, kein Problem. Ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Okay, danke. Ich bin ins Specimen gegangen, einmal nicht oben raus. Ja, mit Winter raus. Musst du aber auch sagen. Ja, aber, du bist mit Winter ins Specimen gegangen. Nein, bin ich nicht. Weil der war ja da. Oh ja. Ja. Hab ich nicht gesehen. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Ich bin oben raus, dann kam Maudado dazu. Ja, dann und war Maudado dunkel. Kann auch dann bestätigen. Ja, aber er kam von oben. Nee, das war ja danach, als das Licht schon wieder angemacht wurde. Und danach. Nee, da ging das Licht aus. Hundertprozentig Wintercracker und du. Dann bin ich mit Fufu nach links. Und dann war ich aber. Da warst du nicht dabei. Nee, Wintercracker war da auch. Der ist mit euch auch noch raus. Ich habe da eine Nummer. Kann ich nochmal fragen? Kann ich nochmal nach links und dann sind wir wieder also zurück. Also, ich stehe seit 50 Millionen tausend Jahren an der Lifeline. Ich habe genau gesehen, wann der Kill gefallen ist. Und zwar war das vor 15 Sekunden. Das stimmt. Ellie stand an der Lifeline. Das ist gar nicht ich kann den Kill nicht gemacht haben. Kann ich nochmal fragen, wo war ich nicht mitgekriegt? Da, wo gerade Maxi an diesem Admin-Table oben rechts in der Ecke. Warte, bin ich blind? Irgendwer ist da genau mit Winter und ich dachte, es war Ellie. Maxi, warum dass Ellie und so Winter reingerannt. Darf ich mal fragen, wo war der Tod jetzt? Wo war die Leiche? In diesem kleinen Raum unten rechts, in diesem Extra-Raum. Atemraum. Ja, genau. Aber dann müsste ja doch bei Maxify durchgelaufen sein. Nee, Maxify steht am Admin-Table. Stimmt, ist irgendjemand an die vorbeigekommen, Maxi? Aus dem Specimen vorbeigelaufen, aber ich habe nicht drauf. Ich war nur am Admin Table, dann war ich einmal kurz weggegangen. Ich bin gerade von außen in diesen Admin reingegangen. Okay, also von außen nicht, sondern von also für Ellie. Ja, vom Büro oder so. Ja, für mich ist Ellie, außer ich bin blind, aber ich trage ja auch eine Brille. Ich stehe an Lifeline, das hat doch Mandano bestätigt. Ich weiß nicht mehr. Und ich habe vergessen zu voten. Ich höre Fufu, der hat immer voten. Okay, es ist Maxi. Was hast du eigentlich so gemacht? Ja, ich überlege gerade, wo ich war. Das war Büro oder das Außen?
Boah, ich muss so dringend aufs Klo, es ist unglaublich. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss so dringend aufs Klo. Aber ich würde sagen, es ist Miau oder Ellie. Weil Ellie war richtig entrüstet, dass wir Timid gewotet haben. Und imagine, das ist einfach... Timid war einfach Imposter, stellt euch das vor. Okay, Ellie ist jetzt an den Kameras. Ellie ist immer noch in Kameras. Okay, Fufu ist lieb. Oh, das Problem ist, Fufu beschützt mich nicht vor Maxify. Okay, wir bleiben zusammen. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, solange wir drei leben, sind wir relativ sicher. Und wenn langsam Kills passieren, ist es halt echt Timid. Halt vielleicht echt. Okay. Maudados hasst für mich. Was soll das jetzt? Nein, Maxi gut. Und Fufu waren der Kill nicht. Hallo? Ja, also. Aber ich muss jetzt auf die Karte gucken, wo ich weiß echt immer nicht, wo ich war schon wieder. Ich glaube, ich bin aus Admin raus. Nee, war das jetzt Admin? Auf der Map Ellie ist es sogar markiert, in welchem Raum du bist. Oh. Ist bei mir markiert. Hey, bei mir ist aber immer Büro markiert. Ach so, irgendwie. Ja, gut, dann stimmt das nicht. Okay. Ja, so. Deswegen. Ich habe ein paar Fragen. Darf das jemand helfen und sagen, wo ich gerade war? Was hast du gesehen? Ich habe nichts gesehen, aber ich habe die Leiche. Da war eine rosane Leiche, die ich markiert. Also weißt du, ob du so rechts oder links auf der Map warst? Sie hat wahrscheinlich ein Office gefunden, nehme ich an. So das Ding ist. Peewee, ich glaube, Admin Büro, der war das. Dann ist Peewee ins Specimen reingegangen. Peewee kam unten wieder raus. Ich stand an Admin Table, habe gesehen, wie sie nach oben gelaufen ist. Genau in dem Moment ist das Licht ausgegangen. Ich habe an Admin Table halt geguckt. Mindestens drei, aber ich glaube, es waren vier Leute. Eine Person war auf jeden Fall ganz, ganz kurz in O2. Also ich glaube, vier Leute waren tatsächlich links. Ich weiß nicht, ob Candy da dabei war. Ich war O2. Okay, ja gut. Dann ist es ein Self-Report von Miau gewesen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Maxi Maudado. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ich dafür sass bin. Ich habe genau akkurate Informationen vom Admin-Table. Ich stand die ganze Zeit am Admin-Table. Aber am Anfang standest du doch an den Camps. Ja, natürlich! Bis die Comms ausgegangen sind und ich wieder weg musste. Also, ja? Ich war weiß Labor, nicht, ich weiß, ich war auf jeden Fall Labor und bin runtergegangen und dann in diese Büro- oder Admin-Sache bin ich rein und da bin ich aus der Tür raus und da lag die. Berlin Camps, warst du da irgendwann O2 auch? Als du im Camps warst? Nein, war ich nicht. Ich stand hast du das Gefühl, dass da jemand reingewendet ist? Okay, Leute, ich werde jetzt was sagen, was Ellie sehr wütend machen wird. Nee. Ich habe eine Theorie. Lass mal am Anfang ist ja was passiert. Da wurde ja Timid rausgevotet. Ganz logisch. Nur eine Person war empört darüber, dass man rausgevotet wird, man den Stuhlkreis verlässt. Und das war Ellie. Weil Timid Imposter war und Ellie auch. Ich hab nichts gesagt. Okay, wenn Ellie
Innocent ist, so GG. Ja. Wir weinen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Miau war halt Omega saß die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, das war die lustigere Antwort. Maxi, komm. Wehe, du bringst mich jetzt um. Das ist unglaublich. Maxify gewinnt, indem er nichts tut. Komm schon, drück den Knopf. Drück den Knopf. Gönn doch bitte. Gönn doch bitte den Knopf. Drück doch irgendjemand den linken Knopf. Bitte. Nein, Miau, geh bitte weg. Also hab ich. Oh, ich hab den Raum gesehen. Du hast schon, warum glaubt ihr mir denn nicht? Ich hab Raum rechts gesehen, also war das Miaus einfach dieser Topf, den ich gesehen habe. Tut mir so leid, dass ich sage, warum glaubt ihr mir denn nicht? Also. Ich hab Ellie so du hast halt den Stuhlkreis verloren. Ich weiß, ich hab so gut mitgemacht beim Stuhlkreis, ich find's so lustig. Hab mitgemacht. Ich dachte so, oh, okay, das wird wahrscheinlich nichts, weil ja, ich spiele das, glaube ich, auch zum ersten Mal und ich traue mich nicht zu töten. Und dann sind so viele Kills passiert, ich habe keinen einzigen Kill gemacht, außer einen. Aber, es wurde einfach Timmy direkt rausgewählt, weil er den Stuhlkreis nicht mitgemacht hat. Du musst doch mitspielen. Jetzt weiß aber ich war es ja auch. Du musst Stuhlkreis ja, mitmachen. Ja, stimmt, Timmy und Ellie waren es ja. Ja, habt ihr Glück, habt ihr ja. Voll. Ich bin jetzt auch ein Bär. Miau, miau. Oh. Ellie, nächste Runde glaube ich die alles. Großer okay. Bär. Nee, hast du verspielt. Hast du aber nicht verspielt? Ja. Okay, können wir ganz gut Pipi-Pause machen? Ja, oh, na gut. Ist nicht erlaubt. Bitte, ich muss die ganze Runde schon ultra mit. Trinken. Das ist ein Tipp für alle, die auf Klo müssen. Müssen wir mal laufen lassen. Oh, nicht dann kurz, ist zu gut. Kurz trocknen lassen. Aha. Dann wieder laufen und dann ist es immer so weit, bis alles leer ist, die Blase. Dann musst du nicht aufstehen. Okay. Immer wieder ein bisschen raus und dann wieder trocknen. Das klingt schon eklig. Wie? Klingt eigentlich smart. Ja, eigentlich. Oh Gott. Dauert halt ein bisschen. Na ja, gut, ich habe jetzt Zeit. So, ich bin pinkeln, bis gleich. Hey, wo, hä? Als ob Tim jetzt seinen Tipp nicht anwendet, was ist hier los? Das war also voll Fake-Tipp. Das war gelogen, das war komplett gelogen. Ja. Und das kannst du dir direkt für die nächste Among Us-Runde merken, weil da ist Timmit genauso. Absolut verdient. Also, machen wir das eigentlich so, wenn jemand reportet, dass man dann sagen muss, wo es ist? Weil ich krieg das immer nicht mit, wo das ist und ich will nicht jedes Mal reinreden und fragen, wo ist es denn? Wollte man es immer? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob wir es jetzt immer gemacht haben. Ein paar Mal haben wir es gemacht, aber... Das okay. Kann sein, dass es nicht immer war. Und hä, aber Candy, du hast doch jemanden getötet, den ich reportet habe, den habe ich ja, nicht die, getötet. Ja, das ist die einzige Person, die ich gekillt habe und du hast alle anderen gekillt. Also waren ja zwei gekillt. Hallo. Ja, die anderen, die Argumentation der Meetings haben dazu geführt, dass viele Unschuldige noch rausgeflogen sind. Ja, wir wollen ja nicht. Ja, ich habe auch Blut jetzt an meinen Händen. So wie Winterkirche an mir. Ja, aber das, also Marale, das war auch wirklich... Das kannst du mir nicht vorwerfen, ganz ehrlich. Aber ich wusste auch nicht, wie man das jetzt spielt. Ich so, scheiße, das ist eine Leiche, muss die jetzt reporten. Ist ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt weiterlaufe und mich sieht. Nein, ich hab die nicht umgebracht, aber es ist ja scheiße, wenn ich... Ja. Wenn ich jetzt weiterlaufe und dann jemand da hinkommt und so, ja, warum reportest du denn nicht? Macht, ist schon, dass man es reportet dann, jo. Oder? Ja, ja, würde ich auch machen. War klug. Ist Fufu auch noch weg, oder... Ja, bin ich. Oh. Ah ja, perfekt. War auch nur kurz auf Klo. Ich starte so, mal schnell, damit wir nicht irgendwie wieder gekickt werden oder so. Schnell, ja. Haben wir bis aber noch draußen? Ach stimmt, ja. Stopp, Abbruch, Abbruch. Oh mein Gott, wir wollen die Map aufwechseln. Wir können die Map... Nein, abbrechen! Ohne Timmy. Ja, da los! Oh mein Gott. Das Mordado. Ja, wir wechseln die Map, wir wechseln die Map. Ah, ich bin wieder. Du kannst doch in-game, du kannst in-game. Das wird das. Wie? Das wird doch schon. Okay. Da. Oder? Was machen wir? Egal. Hallo, egal, ich geh einfach raus. Map wechseln. Mira HQ. Timmit, hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Wo? In Among Us oder ist ein Fake, Timmit? Ja, ist ein Fake. Wo denn? Grandpa Liam. Oh, darf ich das vorlesen? Ich hab oben rechts eine Freundschaftsanfrage.
Nee, das ist Timmel. Grand. Ja, das ist Timmel. Confirm. Was? Hinzufügen. Was? Wo? Ich kann euch. Es gibt eine Freundesliste. Oh, ich hab, glaube ich, all eure Tags geleakt im Stream. Ja, und? Ach, geil, Mann. Wer ist denn. Vor allem, warum. Toll, wer ist denn. Mordor Spicy Stock? Ist ein. Hallo, psch! Das ist mein geheimer Name. Wer ist denn Dawn Soul? Ist das einer von euch? Das sind so random Namen, die vergeben werden. Oh, du möchtest der richtige Name. Ja, aber bei den Anfragen steht das nicht dabei, da steht nur der. Das ist der lila Name auf der Straße. Spicy Dog. Tuna King. Das du. Tuna King. Tuna. Wie heißt ich? Ja. Wie heißt ich? Grand Pormy heißt du. Hab ich auch einen guten Namen? Du Tuna bist. King. Tunata King, ja. Tunata King. Mit Fufu bin ich befreundet schon. Ach, das ist der Grand Pormy. Ich höre euch wieder einfach eine Anfrage und hoffe, dass ich angenommen werde von irgendwem. Ah ja, Timmy nimmt mich nicht an, schön. Nee, hab ich auch keine Lust. Warte. Ja toll, ist es jetzt irgendwer aus dem Stream oder einer von euch, der mir eine Anfrage geschickt hat? Kann man die... Ich weiß was nicht. So, wo steht der denn, der richtige Name, oder nicht? Nee, der steht bei mir nicht. Hm. Also der... Können wir starten? So, das Friend Request senden. Ah. Neue Map! Wir starten, bevor ich wieder rausgeworfen werde. Ich bin halt heute sehr hübsch. Ich auch. Das stimmt. Oh nein. Im Frosty mit Maxify. Direkt. Licht aus. Boah, die Map ist echt schwierig zu killen. Okay, ich glaube, ich muss Wintercracker benutzen. Wintercracker verbraucht mich mittlerweile. Aber wie mache ich das? Ich muss Licht ausmachen und jemanden umbringen. Boah, das ist gerade wirklich schwer. Das hat echt lange gedauert, hä? Nein. Boah, ich dachte, Candy ist Imposter. Hoch. Also, wo lag die Leiche? Ich weiß, warte, lass. Hä? Das ist Kapitulierung. Die Map noch nie gespielt. Was ist das hier? Cafeteria, glaube ich, ganz recht. Und da waren einige. Ich bin da gerade reingelaufen. Ja, es waren alle in Cafeteria. Ja, und ich glaube, Ellie war auch in dem Raum. Ich hab's jetzt wieder nicht. Zwei, ihr müsst nochmal sagen, wo war die Leiche? Ja. Wo war die Leiche? Cafeteria. Cafeteria. Ganz, ganz rechts. Ganz rechts.
Dann dreht sie aber wie so. Wait! Mittelkrieger und ich waren unten, Miau kam von oben. Das habe ich im Dunkeln einmal kurz gesehen. Aber ich habe eben auch den Namen gesagt, die da. Ich weiß, dass halt Eddie noch im Raum war, aber ich weiß nicht, wo Eddie war. Da waren gerade voll viele Leute, ne? Ich hab den Vent ganz unten sauber gemacht und dann. Indem du reingesprungen bist. Ja, ja, genau, genau. Ich habe da ein bisschen Dreck hinterlassen, wollte ich direkt wieder aufräumen. Scheiße. Nee, und dann bin ich ganz kurz hoch, weil ich dachte, dass ich in dem Raum mit der Gießkanne die Gießkannentaske habe ich aber nicht. Also ich nehme an, dass meine andere Taske in Map ist. Ein bisschen ich komisch. Ich habe auch was gesehen. Ich habe irgendwas Weißes gesehen, aber wir haben gar keinen weißen Skin. Was sieht denn weiß aus? Becker, warst du auch da? Mein Geist. Ich war unter Cafeteria. Weil, du warst doch auf dem Balkon, Kong, oder? Ist das ein Balkon? Also ich war da oben. Weiß unten. Ja. Da war ich. Du hättest die Leiche eigentlich, glaube ich, auch sehen müssen, oder? Ich dachte, die Leiche war in Cafeteria. Also ich habe halt. Ja, aber bist du da nicht rausgelaufen? Irgendwer stand neben mir und ist weggelaufen und hat die Leiche eigentlich auch gesehen. Ist gegen Wände gerannt. Ja, sowieso immer. Ich hatte Maudado. Das ist sehr schwer für mich. Genau. Cracker und ich waren auf diesem Balkon. Und genau, Cracker, Maudado, ihr wart da und unten. Wie Miau auf den Balkon raufkam. Genau, das habe ich auch gesehen. Ich habe halt gerade meine letzte Task unten auf dem Balkon gemacht. Aber ihr wart beide auch in Cafeteria. Ja, genau. Und ja. Cafeteria und nochmal so ein Balkon, genau. Aber der Killer war oben in Cafeteria. Und unter mir war irgendwas Weißes. Dann könnt ihr vielleicht, ich weiß nicht, irgendwer weiß es halt. Aber es hat niemand einen weißen Skin. Ich weiß nicht, also Miep hat die hellste Farbe, aber sonst. Cracker hat auch nicht. Ich war ganz weit weg. Cracker ist sehr unsass bis jetzt gewesen. Ich habe alle meine Tasks schon fertig. Cracker ist ja auch ein Engel, ich bin mal ganz ehrlich hier. Das stimmt. Nicht sein. Ich glaube. Boah, ist das schwierig. Irgendwie ist echt schwer für Imposter. Boah, sind alle hier. Maxi, es ist 100%. Maudado ist es. Maudado. Nein. Es ist 100.000% Maxi. Maxi war oben mit Miau alleine. Das Licht wurde gefixt. Ich bin zurückgegangen. Maxi kam raus aus diesem Reaktorraum. Miaus Leiche lag da oben drin. Hört sich plausibel an, aber. Aber ich habe Maxi gerade bei mir in diesem Dreieck getroffen. Stabile Verteidigung. Hast du noch ein Argument? Ich lasse dich erstmal schön ausreden. Wenn ich raushaut, mir ist das egal. Also ich bin einfach ein Crewman, der schon alle seine Aufgaben fertig hat. Also ja, ich glaube, das ist jetzt. Okay, es ist Maxi und Timid. Nee, es sind Cracker und Maudado. Es ist einfach 100% Maxi. Für mich ist halt Cracker. Aber Cracker hat vorhin auch schon gesagt, er hat alle Aufgaben erledigt. Also Cracker war schneller. Ich war schneller, ja. Überleg mal, was Maxi gemacht hat. Ja, Cracker war schneller, ne? 100%. Nehmen wir Level 8 auf den Kopf, Maxi. Was hast du? Maxi, es tut mir echt leid. Richtig, und deswegen wollten wir jetzt Cracker. Was ist mit Timid los? Oh, what the fuck? Ellie macht einfach genau das Gegenteil. GG, ne? Ich troll doch schon wieder. Es ist so komisch, was er calls. Boah, Leute, ich hab noch nichts gemacht. Die Sache ist, Wintercracker hat mich echt gut ausgeschaltet.
21 Sekunden, dann kann ich erst einen Kill machen. Okay, ich mach den Play, okay? Okay. Ich hab ihn aus dem Jungen gebracht. Timmit hat Winter Cracker noch. Im Dreieck und haben uns angeguckt und hat mit Crackerstock. What the fuck? Ey, ich sag so, Wintercracker und ich stehen uns so gegenüber. Ich so, wir machen jetzt Stare-Down, bis jemand blinzelt. Ich, ja, mit ich Wintercracker mach gar geblinzelt nicht zu. Und Stock hast. Okay, Leute, vertraut eurem Herzen. Herzen, ich vertraue dem Herzen. Ich vertraue mein Herz. Oh, ich hab komplett hingeguckt. Ich hab meine Augen aufgerissen. Nein! Wie kommst du damit durch? Was heißt denn das? Geil. Oh, funny. Okay. Ja, dann warte ich einfach ab, bis ich wieder killen kann. Huhu ist alleine links. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also. Hatte mal. Mordane, hattest du auch für Maxi gewotet? Ich hatte für Maxi gewotet. Ja. Weil ich weiß hundertprozentig, dass er irgendjemand böse anderes war. Hat für Cracker gewotet, aber ich weiß nicht. Ich habe für Maxi gewotet. Timmit und Maxi hatten halt. Und ich glaube, Pee-wee hatte für jemand anderen. Nein, ich habe für Maxi gewotet. Mhm. Also, ich bin komplett verwirrt. Mal ich auch! Vorhin gesagt, war. Gerade eben, also ich bin ganz ehrlich mit euch, das klang schon so als... Als würde Timmit die Wahrheit sagen hier. Und ich weiß nicht, warum nicht alle auf Timmit gewartet haben. Timmit hat halt Wintercracker erstochen. Ja, den hat er erstochen. Er hat ihn erstochen. Ach so, ja, genauso wie ich in den Wind gehüpfte. Ja, genau. Genau wie du letzte Runde nicht in den Stuhlkreis gegangen bist. Ja, dann voten wir doch einfach mich jetzt, oder? Okay. Also ist es Moldavo. Ich bin's nicht. Nee, Timmit, wenn es jetzt nicht Schluss ist, Maxi war Junge, auf jeden Fall. Also Maxi war es auf jeden Fall. Yui und ich waren hundertprozentig safe. Und wenn ihr dann zu dritt wart, ich hab verwirrt, einfach nur. Und das Spiel ist nicht vorbei. Ja, okay, dann Ellie hat wirklich den Knopf gedrückt. Das bedeutet, also warum sollten Imposter den Knopf drücken? Also, dann muss es ja Mordado, weil wenn du sagst... Nee. Fufu, ich... Warum war es denn Maxi auch hundertprozentig? Weil ich ihn töten gesehen habe. Eigentlich und warum hat er Wintercracker erst reportet? Nee, ich stand neben ihm. Wir waren zuerst in der Cafeteria und sind dann weggerannt. Nee. Warum sagst du, das ist das erste Mal? Weil, ach, warum sollte ich ihn? Ja, weil irgendwie das der einzige Grund ist, wie Maxi du, hat es selbst wie du geschafft, nicht Imposter bist. Maxi hat es selbst geschafft, dass er sich verrät. Was? Hä? Ja, sonst wäre er ja nicht draußen. Ich verwirrt mich nur noch. Okay, wir haben folgende aber Situation. Das Ding ist ja... Ellie hat den Knopf gedrückt. Ich, Peewee kann ich nicht einschätzen. Peewee war echt letzte Runde echt... Peewee war bei mir. Und Fufu waren auf Cracker und ihr habt Cracker getötet. Also müsste es ja auch Mordado sein. Also müsste es ja Mordado sein. Ich schaff mir gar nichts mehr. Scheiße. Mist. Viel Glück. Das ist vorbei. Was für viel Glück, ey. Ich war gerade am Gewinnen gegen Timmit mit unserem Anstand. Und dann das. Aber Timmit, du bist auch immer sus, ne? Also, es war Mordado. Weißt du, Mordado? Ja, ich weiß. Dann warst du die weiße Person, die ich gesehen habe. Nee, ich hab nicht gekillt. Nein? Ich hab nicht dieser Kill, ich war so traurig. Das war der Kill, ich war da. Ich dachte, ihr seid beide böse und dann war ich so scheiße. Aber ich, keine Sorge, ich stelle mich einfach immer auf die Seite des Tisches, wo sie mich nicht töten kann und dann macht ihr einfach diesen. Das war halt so perfekt und ich dachte, oh, ich muss mitspielen und auf einmal tötet Maxi halt wirklich.
Ich wäre niemals böse, dass man dann einfach nicht bevor das verstehe ich und kenne Sorgen. Ich habe jetzt einen Engelschein. Das heißt, ich bin nicht sass. Nicht sass? Ich habe nichts gemacht. Den habe ich auch genau aus dem Grund. Ja. Boah, als ob das einfach funktioniert hat, Timmit. Ja, Timmit ist einfach zu sass von Natur aus irgendwie. Ich reiß einfach meine Augen so auf, ich so stare down. Und mal da, dann kommst du dazu und schnachtet einfach Cracker. Also Max, sie sieht extrem sass aus. Weiter hier. Ich habe mein Messer immer dabei. Oh mein Gott. Boah, die Map ist echt schwer als Imposter. Ich hatte keine Ahnung, irgendwas zu machen die ganze Zeit. Die ist echt schwer. Vivi, ich starre dich ab sofort nicht mehr an. Dir ist mein Internet ausgefallen wegen dir. Oh. Den Moment. Okay, wir sind in Ur. Maxi, oh mein Gott, Maxi ist so sass. Maxi ist so sass. Blöde Fufu. Oh mein Gott, Fufu ist so sass. Oh Gott, das ist riskant hier. Oh nein, ich muss die schweren Spiele machen. Okay, ich habe die schweren Spiele durchgespielt. Aber jetzt muss ich noch Slime Cell spielen und daran werde ich sterben. Oh ne, muss ich gar nicht. Miau. Oh mein Gott. Nein, bitte bring mich nicht um. Bitte bring mich nicht um. Du musst auch O2 machen. Cafeteria ist Todesurteil, wenn man da reingeht. Muss ich mehr? Ja, ich muss dann auch sogar noch eine Aufgabe machen, aber das kann ich nach einer Besprechung machen. Miau. Miau. Und wer war noch rechts? Nja. Nja. Kenny, nja. Okay, Timmit läuft weg vom Licht. Ellie kommt mit zum Licht. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wer das gewesen sein könnte. Wer war's denn? Das Maxi? Nee, Timmit war das. Er hat gerade vor Maxi und mir getötet. Fufu, ich kann und hat dann gesehen, glauben, dass wir zurückgelaufen sind. Du hast zu viel Mitleid mit Maxi. Nur weil ich ein Messer im Kopf habe? Ja. Oh, er gibt Sinn. Ja, Okay, Timmit, was hast du gesehen? Sag's mal nicht sass. Okay, das ist die Nicht-Sass-Challenge. Okay. Okay, also, Leiche. Sass. Launchpad. Punkt. Launchpad, Leiche. Ja, ich kann Launchpad. Gar nicht. Also, ich war mit Maxi zusammen. Wir sind gerade auch dahin und dann ist der gestorben. Ja. Und wir wollten halt kurz diese eine Aufgabe, wo man diese Turtle machen muss. Ah, ja. Ey, das glaube ich. Was ist Launchpad? Oben rechts. Der Startpunkt. Das ist eine Map oben rechts. Mhm. Das ist links am Spawn. Der Spawn ist das Launchpad. Was ist das? Da, wo wir gespawnt sind. Da, ich gönne halt Timmit einfach die Runde. Ganz Timmit links. Kann ich jetzt im Poster weitermachen. Ganz links, Reaktor. Startrampe. Ja, okay. Wenn du Tab drückst, ne, dann siehst du die Map. Ja, ich hab die Karte, aber ich hab die Deutsch. Ah, ja, okay. Okay, ich sag, wie es ist. Ich bin Imposter.
Ja. Oh. Ich bin auch Imposter. Mutiger Move. Ich könnte mich ausvoten. Fufu könnt ihr danach ausvoten. Lass mal mit einer Runde gewinnen. Ich wollte Maxi. Wir hatten jetzt gesagt, dass er Imposter ist. Timmet. Warum sagst du das? Maxi ist Imposter. Fufu will nicht, dass Maxi gewotet wird. Nee, ich bin's. Ja. Warte. Drei Imposter? Ich vertraue Maudados Theorie. Danke. Jetzt bin ich auch verwirrt. Hast du schon mal von Rotscheiben gehört? Noch nicht. Was sind Orgonen? Du hast mir doch letzte Woche diesen Orgonenreaktor verkauft. Wer ist es jetzt? Oder Maxi. Maxi. Timmet. So. Timmet ist es. Timmet hat selber zugegeben. Ja, gut, Fufu auch, aber... Ellie ist so überfordert, weil die Argumentation ja auf einer ganz anderen Meta-Ebene ist. Oh, ich hab gewonnen. Ich hab mich gewonnen. Ich raff gerade gar nichts mehr. Es sind irgendwie gerade 6000 Leute, die das. Was muss man hier machen? Einfach den Knopf drücken? Okay. Oh mein Gott, Cracker und Fufu bringt mich nicht um. Ich habe so ein gutes Leben vor mir. Oh mein Gott, es ist Wintercracker. Oh mein Gott, es ist Wintercracker. Wintercracker und Fufu haben mit mir gewotet. Oh mein Gott, es ist Wintercracker und Fufu. Oh. Oh nein. Okay. Das war ganz unauffällig. Ja, ich habe gesehen. Ich habe gesehen, Timmet hat getötet. Ja, absolut, ja, habe ich auch gesehen. Hm? Ja. Ja. Der ganz süße Timmet. Ja, sag mal schnell, wo die Leiche liegt. Warte, wo war die? Links. Ja, genau. Da war ich auch. Ja, ich habe ihn da gesehen. Also, da habe ich gerade reingeschaut. Mann. Hey, warte mal, aber ihr habt mich jetzt nicht gewotet, ne? Nee, ich hab Candy gewotet. Nein. Was? Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts mehr, I'm sorry. Ach, Candy hat gerade jemanden vor uns umgebracht. Achso. Ja. Eine Gruppe von drei Leuten. Ja. Oh mein Gott. Ui. Cool. Aber Maxi war echt der andere. Ja. Map ist kacke. Ey, aber ganz, ihr habt mich voll verwirrt. Ich hab jetzt verstanden, Timmet meint, der ist der Imposter. Warum sagst du das? Weil Timmet immer sass ist. Ja, okay. Ja, aber für mich war das so, das ist jetzt wirklich so. Ich hab nur Candy gesehen und dachte, okay, nee. Sie hat vor drei getötet, das kann... Nee. Ich wollte das schnell beenden, weil ich traue mich eh nicht zu töten und Maxify war dann draußen und ich habe ihn selber rausgevotet. Und ich dachte, ihn voten alle. Und ich wusste, dass man sieht, wer wen votet und dann wollte ich nicht so sass sein und ich dachte, wenn alle ihn voten, fällt das nicht auf. Einfach auf Timmet dann voten. Oder nicht selbst. Ach so, jetzt verstehe ich, das war von Timmet, war das so... Die Idee, der sagt das, damit wir rausfinden, wer der Böse ist, oder was? Okay. Nee, du darfst Timmets Aussagen, du darfst ihm nie glauben. Warte mal, aber Timmet, hast du das gesagt, irgendjemand trollt immer, das ist Timmet? Nee, Fufu. Nein. Fufu. Fufu ist das. Also, ich hab, und Timmet klingt immer so, egal ob er in oder ist. Nein, niemals. Oh Mann, ey. Ey, das tut mir so leid, Maxi. Alles gut. Oh Mann. Ihr, der so Hand in Hand von der Leiche weggerannt seid. Ja. Maxi hat es halt wieder gemacht, genau vor mir. Ich dachte, ich bin so verarscht gefühlt. Auf einmal kommt da noch eine Person dazu, da war ich so, wait a minute. Perfekte Chance zum Kill. Oh. Wir gehen nach rechts, Timmet kommt. Und ihr rennt mir wieder zurück. Was für ein Timing. Ja, ich wollte einfach, eigentlich dachte ich, okay, Maxi rennt bestimmt weg und dann bin ich sass. Okay, die Lobby ist auf einem anderen Level, sass.
Crewmate. Oh, ich wünschte, ich wäre noch einmal im Foster. Ich würde es gerne nochmal probieren auf der Map. Weil man hat schon Möglichkeiten. Ich habe nochmal überlegt, man muss halt Strats benutzen. Ich gehe einfach erstmal zuerst Redaktor. Wir können halt den Kill-Cooldown auf der Map einfach ein bisschen runterstellen. Dann ist es, glaube ich, einfacher. Okay, das ging schnell. Hm? Miau, hast du dich verklickt? Ah. Das war flott. Das war aber echt ungünstig, du. Oh, scheiße. Wieso habe ich mich verklickt, hä? Wie ja, weil du vor mir Candy getötet hast. Hä? Also ich nein, Cardcon, das warst du. Nee, hallo? Das warst du, oder? Kennt ihn ja. Ich war das nicht. Kenia ist tot. Kenia ist tot. Achso. Also, maybe. Also, Miau war es, by the way. Dann darf ich das mal was ganz kurz sagen? Ja, nee, okay. Eigentlich nicht. Doch, darf ich mal ganz kurz. Ich dachte, weil ich das Spiel nicht so gut kann. Okay, ich habe gedacht, Pivi und ich, wir können. Oh, jetzt habe ich. Oh, scheiße, Mann. Danke dafür! Ich wollte jetzt einfach mal erklären, ich bin so bad. Ich wollte. Darf ich mal erklären, was ich habe gedacht? Jetzt ist eh raus. Aber ich habe gedacht, dass wenn man. Also, wenn beide der Post ist, da sind ja zwei Leute. Das heißt ja, Pivi könnte jemanden töten und ich könnte auch jemanden töten. Da waren nur noch ganz viele vorne, die wären noch gekommen und hätten das gesehen. Ja, aber da sind nur zwei, dann tötest du zusammen mit so und dann. Ja, die sind nur mit uns rumgelaufen, aber von hinten wären ja noch Leute gekommen. Aber geht das? Und ich. Ja, ich war ganz vorne und ich hätte ja erst umdrehen müssen. Und da hat Dings schon reported. Also, dann habe ich das verrafft. Ja, das war kein guter Doppelkill. Also bin ich jetzt raus als Imposter oder wie? Denke ich schon, ja. Ja, I'm sorry. Ja, ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Nö, ist nicht schlimm. Ja. Ich glaube, das ist mir auch schon passiert, keine Sorge. Aber Miau, das nächste Mal müssen wir einfach beide dann auf MIP gehen. Hä? Wie? Ja, aber ich habe gedacht, das ist neben mir. Ich habe wahrscheinlich Kenny ja mit dir verwechselt oder so. Keine Ahnung, ich habe gedacht, du bist neben mir. Nee, aber Double Kills sind eine valide Taktik. Also die Grundidee ist gut. Und ich habe vielleicht einfach verwechselt, weil ich dachte, Pivi ist genau neben mir und wir haben genau zwei Leute neben uns. Das waren nämlich Kenny und noch irgendjemand. Wir hatten reported jetzt. Wer waren das? Mip. Ja, genau. Und ich habe gedacht, die beiden waren genau neben uns, aber dann habe ich das einfach vercheckt, dass du schon weiter vorne bist. Ich war weiter vorne. Ja, das habe ich. Ich habe, glaube ich, Kenny gedacht, dass sie das auch Imposter ist und deswegen. Das sind so viele Wörter gerade in meinem Kopf. Ja, ich wollte eigentlich vorher, habe ich gedacht, wir machen voll gut Double Kill und ich habe nicht gerafft, dass Pivi weiter vorne ist. Ja. Ich dachte, ich bin's fast. Also ich habe auch Maxi. Ich wollte eigentlich sagen, Maxi ist safe, die Runde. Nee, Maxi ist es, oder? Lass mal Maxi voten. Ich glaube auch. I'm sorry, aber, ja, sicher. Aber ich glaube, das passiert schnell, wenn man nicht so recht rafft, was los ist. Also, okay. Darf ich noch meine Aufgaben machen? Nee, du musst dich jetzt verteidigen, okay. Du wirst jetzt angeklagt. Okay, ah, scheiße. Habe ich einen. Warum geht denn das denn? Ja, nur noch 7 Sekunden. Ich will Anwalt haben. Ich vertrete dich, kein Ding. Ich bin auch zweiter Anwalt. I'm sorry. Okay, Maxify. Du bist angeschuldigt, Imposter zu sein. Was hast du zu deiner Verteidigung gesagt? Was sind die Beweise, Maudano? Maxify ist sus. Ja, Maxi ist immer der Name. Oh. Die bösen Augenbrauen, ganz offensichtlich. Wenn man. Maxi, ich kündige als Warte, Anwalt. Warte, ich bin ein Anwalt. Das sind starke Beweise. Das ist. Ja. Maxi ist sassy und außerdem noch ein Barker, möchte ich anmerken. Habt ihr. Oh, ja. Okay, ich hab gar nicht verloren. Maxify ist ein Akronym für sassy Barker. Ist Maudano die Richterin oder was geht hier ab? True. Wenn ich jetzt. Warte, du wirst gewotet. Also ist ja halt so. Die Jury jetzt, die votet. Ja. Ja, Maxis Stimmfarbe ist ganz sass. Okay. Scheiße, Maxi war's nicht. Hä? Wer war's denn sonst? Hey, tut ihr jetzt so? Ich glaube, Schauspieler von euch. Ja, hab doch verraten, wer es war. Hey, ich versteh's jetzt gar nicht. Was? Ja, deswegen habe ich auch gesagt, warum wurden wir nicht, weil ich hab doch verraten, wer es war. Ja, du hast doch Maxi gesagt. Stimmt, du hast Maudano gesagt. Maudano ist es. Maudano mutet sich nicht in den Runden. Was ist denn das? Ich raff nichts mehr. Können wir mal stoppen? Können wir nur anfangen? Nee. Also, ich bin's nicht. Ich war lieb. Ich hab heute. Ja, was hast du denn gemacht? Ich hab heute Wassermelone gegessen und war im Gym. Mit mir? Genau, und ich würde sagen. Das kann ich bestätigen. Also seid ihr beides. Maudado hat keinen gekillt im Gym, das kann ich bestätigen. Oh. Seine Muskeln sind warm. Also bist du's. Also es ist Cracker.
Also, warum stellst du mir gerade so komische Fragen? Das freue ich mich auch. Fufu, warst denn du im Gym heute, hm? Ich war nicht da. Ich war. Versucht. Okay, weil du wen gekillt hast. Nein. Das war's. War ich würde niemals jemanden töten. Tschüss. We go Gym. Freitag ist Gymtag, das weiß jeder. Ja, genau. Freitag ist Gymtag. Achso, ihr macht Spaß oder was? Ich raff's nicht. Ja, wir machen Spaß. Ich raff es nicht, wenn ihr Spaß macht oder nicht. Ich raff es überhaupt nicht. Oh, ja. Das ist ein Witz, nee, hier gibt's keinen Spaß. Hier geht's um Leben und Tod. Ich glaube, es ist nicht mein Spielmann. Töte noch jemanden, töte noch. Wollt ihr mit mir Blumen gießen? Ja, ihr müsst ein bisschen mir kurz ein bisschen mehr Zeit geben. Okay. Komm, wir gehen Blumen gießen zusammen. Töte nicht mich. Okay. Ich war im Gym. Achso, ja, natürlich nicht. Moderator Dickmuskelkater. Komm, Pibi, wir gehen zusammen Blumen gießen, okay? Blumen gießen. Okay, wir stemmen die Tische und wir pumpen hier ein bisschen. Bei mir, was meinst du, wie viel Kilo ist das? Boah. Wie viel ist so ein Tisch? Oh, hier ist jemand, aber ich wollte ein bisschen Zweisamkeit. Komm, wir gehen mal anders. 75 Kilo. Ich komm gleich nach, ne? Ich hab nicht mehr getan. Gematsch, wollen wir nicht wieder Blumen gießen gehen? Hallo? Das ist eine Leiche! Oh mein Gott, Ellie! Ellie! Als ob Ellie gekillt hat. Das ist aber blöd, dass sie mich auf frischer Tatter schaut. Okay, Ellie, warst du heute im Gym? Nee, okay, war ich schon. Was hast du heute gegessen? Ich wollte ein bisschen mit Timid Workout machen, aber. Ja, weißt du, wer tot ist? Timid. Ja, das Gewicht, das ist ganz, ganz blöd auf seinen großen Zeh gefallen und dann ist er einfach umgefallen. Oh nein. Das war kein Mord mit Absicht, wir verstehen das, aber leider müssen wir dich trotzdem auf die stille Bank schicken. Ich habe solche Schuldgefühle. Okay. Ich wort mich tatsächlich auch selber. Ja. Ist alles gut. Okay, das ist echt eine harte Nuss. Das ist echt, Junge. Ich war halt so glücklich drauf und heute hintergehen uns alle. Ja. Immerhin, wie hältst du das aus? Eine Person kann man noch vertrauen, Peewee, in dieser Runde. Ja, ne? Ich habe auch extra meine Augenbrauen heute schön gemacht. Nur damit man mir vertraut. Oh mein Gott, Peewee, ich glaube, Maudado ist es. Ich habe nur Mountain Dew geholt. Es gibt kein Mountain Dew in den Automaten. Guck da! Ich kann da nicht reingucken, das können nur Imposter. Klar, Imposter. Wintercracker. Peewee, hol dein Crewmate-Messer raus. Hol dein Crewmate-Messer auf dich, Maudado. Warte noch kurz ein bisschen. Ja, ich warte. Gib dem Ganzen noch ein paar Minuten. Warte doch! Ich möchte nur mal kuscheln! Okay, hallo. Guck mal hier, da. Ein Glück. War das auch Huey? Nein. Komm, dann los die Runde. Das war mein Crewmate-Messer. Oh nein, wer war's? Ich wäre darauf nicht gekommen. Was? Peewee, ich bin enttäuscht von dir. Wie kannst du nur sein? Miau, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Wow. Miau hat sich erstmal gemutet. Ich bin so lost, Mann. Ich bin wirklich, ich verstehe nicht mal, wenn ihr Spaß macht. Das tut mir leid. Oh mein Gott. Ihr macht das so gut, dass ich das nicht mal raff war. Wir können zu gut lügen. Wir waren alle auf derselben Schauspielschule. Das lernt man durch Among Us. Aber es war so geil, ey. Mann, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also, Pio und ich wollten eigentlich töten, aber es ging nicht. Oh mein Gott, ich bin so bad. Ey, ich weiß nicht mal, ob ich liege. Der Kill war schon nice, oder? Also, Der war gut. Ich hab's nicht erwartet, dass du in den ersten paar Sekunden. Ja, ich auch nicht. Ja, wenn man plötzlich dieses Messer in der Hand und dann kann man auch. Ja, das ist halt das Problem, das geht so schnell. Auf einmal hat man diese ganze Macht. Ich aus Panik, ich habe einfach aus Panik gekillt, glaube ich. Sei ehrlich, ist es mein Bart? Muss ich den abrasieren? Nein. Crewmate! Ich will noch einmal Imposter sein! Ja.
Ich weiß gar nicht, dieses Benzin auffüllen hatte ich echt selten. Okay. Tim-Merch zählt. Gut. Machen wir mal einen Innocent-Tast. Oh, Wintercracker in die Cafeteria folgen. Das ist eine Sache, die nicht klug ist. Maxi macht Abfall. Das hier ist die Selbstmordaufgabe tatsächlich. Ich glaube, ich bin tot. Das Licht geht auch aus. Die Tür hat sich geöffnet. Ich bin tot. Ich lebe noch. Warum hat niemand das Licht an? Ist da eine Leiche? Nö, es hat einfach keinen Bock auf Licht anmachen. Ja. Keine Ahnung, ich hab nur Angst. Ist der gestorben? Oh, ist der gestorben? Was? Okay, Maxi. Ja! Du willst die Leichen verstecken, Maxi. Ja. Wo denkt ihr, sind die Leichen? Weil bei dir bin ich gerade hingegangen, da waren keine Ahnung, wo die sind. Also Maxi ist es, glaube ich, tatsächlich nicht. Maxi, Maxi, Candy und ich sind die ganze Zeit in der Cafeteria rumgerannt. Ich hab gerade das Licht angemacht. Und Cracker. Dann konnte ich den Knopf drücken. Ich glaube, das heißt, ich wollte nur sagen, ich bin Imposter. Ich bin Imposter. Warte, was? Ich bin Imposter, wer ja. Wer will denn sowas sagen? Oh, ein Imposter! Ich bin Imposter, votet mich. Okay. Willst du irgendwie essen? Aber warum bist du denn nicht in der Runde? Du bist ich bin nicht in der Runde. Oh. Achso, es gibt nur noch einen Imposter. Oh nein, was ist da denn passiert? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Denn hier, ich hab verkackt, alles was zu verkacken geht. Ich hab nicht gerafft, dass ich auf Weiterspielen gehen muss. Oh, ich hab zu früh gedrückt, sorry. Ach du, aber du bist Imposter. Aber dann bist du gar nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich habe es nur gemacht, damit ich jetzt gerade Aufmerksamkeit bekomme, bis ihr rafft, dass ich nicht da bin. So muss man lügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir machen eine schnelle Runde. Geben wir doch Fufu und Piwi wieder Aufmerksamkeit. Nein, mach dir eine. Alles gut, mach dir die Runde. Okay, okay. Meet Tim und Ellie, ihr seid sass. Ich sage es dir. Ich kann euch sagen, okay, also ich war oben in Reaktor-Laboratory und ich hasse es, da runter wieder rein und dann muss man ja erstmal durch diese komische Röhre da durch und wird erst abgebeamt und was weiß ich. Deshalb bist du gewendet. Und genau deswegen bin ich da drin geblieben. Und hast dann meine Task gemacht. Nein! Ja, das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, wo die Leichen sind. Ja, Timmit, wo bist denn du? Ich bin gerade, Map sagt, im Labor. Ich weiß jemand, wie alt die sind? Mein Diamanten, der ist so schön lila. Ach, also bist du bei Ellie. Ellie den mache ich gerade. Ellie hast du Timmit gesehen. Miep steht auch da dran. Ja. Ja. Hey, ich dachte, alle wären in der Röhre. Wir waren alle der Double Kill gemacht? Ja, das heißt, Timmit und Miep sind's, weil das sind zwei Kills jetzt gefallen. Was? Hör doch mal auf jetzt. Okay, warte, wo waren denn die Leichen gelegen? Ich kann ja gar nichts machen, ohne fast zu sein, ja. Wo waren denn die? Wir sehen die Leichen nicht, aber es sind Timmit. Es ist Timmit, 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 nee, komm, ich mach's interessant. Ich töte dich. Ja, ich weiß, es ist Timmit, by the way. Timmit und Miep, Timmit und Miep. Wo verstecke ich mich? Das Problem ist, auf dieser Map kann man sich nicht verstecken. Ich muss eigentlich bei Maxify bleiben. Und Cracker. Ich kann meine Tasks nicht machen. Okay, zwei gehen zu Reaktor. Damit kann man mich nicht töten, wenn ich in der Candy stehe. Wir müssen halt beide, wir müssen beide gleichzeitig machen, aber ich gehe nicht herunter. Okay. Wer ist da oben? Timmit, Candy und Ellie. Timmit, Candy, Ellie. Timmit, Candy, Ellie. Hä, warum ist Ellie jetzt plötzlich da? Me. Was ist mit der Cracker? Nein. Bitte verlass mich nicht. Bitte verlass mich nicht.
Maxi ist da reingegangen. Und ich denke, mit der Grey ist er auch. Wir sind halt so an uns, das ist so beruhigend. Eddie, es kommt gerade von unten. Mist. Oh. In das Park? Das war gemein! Oh. Das war so gemein! Oh. Endlich mal wieder das Park sein. Ich hab mich einfach verfolgt. Meine Aufgaben fertig. Oha, Tim attacked! Der hat mich getötet, dann bin ich so aus der Map rausgejietet worden, dass ich Kilometer weit bis zur nächsten Task mit meinem Geist hätte gehen müssen, um irgendwas zu machen. What? Timmit? Ja, sorry, Timmit? Mellow Hack ist auf Among Us übergeschlagen. Ich hab dir gesagt, wie schön deine Mütze ist und du hast mich einfach abgestochen. Das hat bei mir auch jemand in den Chat geschrieben. Du hast mich einfach, so viele Komplimente gemacht. Ich wollte dich nicht abstechen, aber Ellie kam und hat Fufu neben uns getötet. Ich hatte so gehofft, dass du da nicht AFK stehst, ne? Ich dachte so, dass man jetzt das wäre jetzt richtig awkward, wenn ich da reinsteche und dann du reportet, ey. Oh Mann. Ich sag nie wieder was Schönes. Nice. Ey. Hey, seid ihr fertig oder was? Nichts kriegt man noch. Okay, ich komm wieder rein, okay. Komm in die Gruppe. Ja, Moment. So, noch ein, zwei Runden? Ja, klingt gut. Ja. Okay. Bis uns das Among Us aus den Augen quillt. Ja. Okay, ich bin wieder drin. Oh mein Gott, ich bin wieder bei. Ich fass alle einmal an, alle einmal an. Ich bin wieder da. Miau! Anfassen! So, jetzt. Übrigens dufte, ich habe eine Blume. Voll geil. Weil die Kuh gibt eure Lücken. Crewmate, komm schon. Das eine Mal im Post habe ich richtig verkackt. Timid, Miep. Okay, das sieht nach 10 Leuten aus. Mal Miau. Wir sind jetzt befreundet. Ellie Miau Candy. Eigentlich bei mir. Oh nein, Timid. Sass. Nee. Die Upload-Animation ist cool. Eigentlich waren so viele Reaktor, eigentlich sollten die das lösen können, außer es erreichen. Aber warum ist halt meine Reaktor zu aktivieren, wenn da jemand umgebracht hat? Das gibt wenig Sinn. Timid hat das echt schnell gemacht. Timid macht mir Angst. Timid macht mir so Angst. Moin. Was ist denn hier für eine Party? War das hier Miau noch irgendwo? Irgendwie habe ich Miau echt lange nicht mehr gesehen. Ich Miau ist irgendwie zurück zum Spawn, weil gestorben, aber zum Spawn zu laufen bringt einen um. Wie letzte Runde zum Beispiel. Okay, ich bin ganz vorne, heißt ich bin sicher. Ich mache einfach Speedrun das Licht, bevor ich umgebracht werden kann. Und jetzt gehe ich zur Seite. Okay. Wo ist Miau? Miau wirkt tot. Locker Room. 1, 2, 3. Cafeteria. In der Cafeteria ist gerade jemand aufgetaucht. Wenn es niemand war, der hier dabei war. Miau.
Aber passt, Miau war eigentlich nicht da, außer Miau hat in den Events gecampt. Es ist Maudado. Oh, da hast du mich aber leider erwischt. Wo ist denn die Leiche? Ja. Liegt in Communications. Ja. Ah, ja. Communications, Communications. Jetzt, bevor wir wieder, bevor wir wieder was sagen, kann man von da wieder irgendwo hinwenden? Nee, von dort aus nicht. Nee, aber, Raum aber man kann man von Medbay. Genau, man kann Raum unten drunter aus Medbay, da kann man in Cafeteria wenden. Genau, oder man rennt halt links rein zum Lockerraum und da ist auch noch was. Oh, Scheiße. Mhm. Also Candy kann ich eigentlich dafür rausnehmen, die war noch in Admin, als ich runtergelaufen bin. Ich war keinmal unbeobachtet, egal wo ich war. Aber super, du bist Imposter, richtig? Das Ding ist, der Einzige, der immer gewendet ist, ist Timid. Ja, was heißt das jetzt? Also, just saying. Wie möchtest du das jetzt kombinieren? ich sag's nur. Ach so, Ihr wart ja irgendwie alle auf einem Haufen zur Cafeteria hin, ne? Ihr seid alle zur Cafeteria runter und da waren irgendwie alle auf einem Haufen. Ja, eine Person kam aus Cafeteria raus, das war glaube ich Miau, oder? Ja. Das stimmt, das stimmt. Wo man reinwenden kann. Das stimmt. Ach so. Aber. Brauchst einen Anwalt? Das stimmt. Aber ich frage mich, ihr wart alle auf einem Haufen, da fehlt doch bestimmt irgendeine Person, außer ich. Also nicht nur mir, sondern noch irgendeine Person. Ja, ja, aber alle außer du. Also man kann. Ich habe wirklich nichts gemacht. Aber, ja, aber klar, ich verstehe es, ist jetzt natürlich doof. Also ja, ich kann. Also das ist jetzt wirklich blöd. Aber ich habe mich gefragt, irgendwer fehlte. Ich glaube, Peewee fehlte. Peewee? Ja, ich war im Reaktor. Ich habe die Aufgaben einfach nicht verstanden. Ich habe auch die gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, dass der, alle irgendwie einen auf oben in der Ecke waren. Da war eine oben links und ich war so, hä, wo ist da eine Aufgabe? Aber da war die ganze so gelber Punkt auf der Map. Ach, das ist eine Fake-Aufgabe als Imposter. Ja, als Imposter sind viele auch markiert. Aber ich wollte nur mal sagen, also. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Warte, wäre also Imposter wirklich Fake-Aufgabe oben links angezeigt? Ja. Adam! Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin wirklich Scheiße. Ich war nicht mal ein Reaktor. Das war Timid. Okay, Timid ist safe. Timid hat gecallt. Obwohl. Ich hab Angst. Ich will nicht mehr spielen, ich bin alleine. Ich hab so Trauma. Oh Mann, du hättest mich töten können. Sorry. Oh. Timid, bist du wirklich? Warte, babe. Es ist Candy, um ehrlich zu sein. What? Willst du mich komplett verarschen? Das ist deswegen ist halt auch Candy hatte die ganze Zeit kein Alibi. Niemand hat sie gesehen. Ich hab immer ein Alibi gehabt. Ich war überall mit Leuten. Niemand gestorben, ne? Ich hatte nur Angst gerade. Wer hat mir jetzt Candy beschuldigt? Candy? Was ist es? Aber warum, Timid? Du hast sie doch gar nicht gesehen, oder? Ja, weil sie im Van steckt. Nein, ich bin in der Nähe von Fufu. Aber Timmer, du warst doch auf diesen zum Durchgang da oben dahin wieder, so oben vom Cafeteria da hoch. Und du warst was denn? Hä, aber du warst doch nur. Aber wie kommst du nach Penny? Aber wie kommst du nach Penny, wenn du die gar nicht gesehen hast? Du warst doch mit mir da. Hey, verteidigst du hier gerade deinen Postermate, oder? Er lügt einfach nur wieder. Ich weiß nicht, ich finde halt so komisch. Nein, ich hab Candy. Candy war halt auch da oben einmal, da am Anfang, war sie auch da oben ganz alleine. Es ist schon komisch, dass sie da alleine ist. Aber ich finde es jetzt auch komisch, dass du sagst, weil du hast sie gar nicht gesehen jetzt gerade. Also wir haben ja nur Maudado gesehen und ich weiß nicht, die unten, da waren zwei Leute. Erst Candy und dann Timid, okay. Ich finde es halt komisch, dass Timid jetzt Candy beschuldigt, obwohl sie. Wenn Candy raus ist, ist es gewonnen. Haben wir gewonnen. Boah, das sind große Versprechungen. Ja. Ich will nicht. Hey. Ich muss für Candy, ich muss erstmal gucken, was Candy, vielleicht sterbe ich jetzt, aber ist egal.
What? Was? Hast du mich jetzt wirklich weggevotet, obwohl du mich verteidigst? Aber es ist ja richtig. Oh mein Gott. Timmit ist so überzeugt. Das ist unglaublich. Ja, Timmit ist es echt. Also wenn sie jetzt rausfliegt und sie es nicht ist, dann ist es wahrscheinlich Timmit. Ja. Was habt ihr denn so gefotet? Das können wir so machen. Soll ich skippen oder soll ich Timmit voten? Vote, was du willst. Das ist, du bist frei. Das ist eine Demokratie hier. Du bist frei. Du darfst machen, was du willst. Timmit, willst du auch ein Bart haben? Ich kann den abmachen und dir drankleben, wenn es das ist, was du willst, okay? Ich bin neidisch, ja. Ja, nein. Ich glaube, das ist es vielleicht. Ich habe nämlich noch keinen Bartwuchs. Oh, ja. Ach, scheiße. Bist du es echt gewesen? GG. GG. Nein, ich bin's nicht. Du. Ich hab nicht für die. Hä? Timmit! Alter, Timmit fliegt auf. Ja, ich kann das erklären. Also, Timmit. Ich war mir so sicher, dass du. Timmit, du hättest mich töten können. Ich bin kein Imposter. Das hätte ich nicht gesagt. Scheiße. Oh. Ja, Timmit, hättest du Maxi getötet, hätte ich jetzt nicht. Ja, Fufu hätte nicht. Fufu ist halt immer mal sein Imposter. Also, ich nehme den Vote jetzt auf mich, aber ich bin's auch nicht. Nee, ich glaub, Timmit. Timmit bereut das. Ich höre das aus seiner Stimmfarbe. Danke, danke. Dann ist es Fufu. Komme ich gut durch, oder? Gerade als Imposter? Das ist gut. Also, Timmit klingt zum ersten Mal in seinem Leben nicht sass gerade. Ja, das ist wahr! Wir waren alle auf der gleichen Schauspielschule. Wir können uns nicht selber verarschen. Aber was ist mit Miau gerade? Ja, Miau, wie sieht's aus, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall der Imposter. Ich habe gelernt, man sagt, man ist der Imposter. Korrekt. Ich habe eine Schauspieler jetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Also ich war, warte mal, es hat ja auch noch niemand was umgebracht. Ich bin hochgegangen, ich bin wieder hochgegangen, weil ich dann noch. Ich bin abgelenkt. Ich habe tatsächlich Timmit gevotet, weil ich finde seinen Hut süß so. Ja, deswegen. Und ich finde, Affe hat da schon eine Stimme verdient. Ich finde, wir sollten Timmit zur Prom Queen wählen. Okay. Ich will Timmit. Ich auch. Ich will den Hut haben, wenn Timmit stirbt. Ich hab gehört, man. Aber habt ihr nicht vorher gesagt, wir sollen immer Maxi wählen? Stimmt! Hey, Maxi, scheiße! Maxi heute tut jemand gleich den Knopf. Ja, aber Maxi ist schon so oft gestorben. Ja, GG. Zum herzlichen Glückwunsch! Ja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin so verwirrt. Ich würde halt fast sagen, es ist Miau. Okay, ich hoffe, sie ziehen es durch. Bye-bye. Das ist ja verdammt verdächtig, was da gerade passiert ist. Ja, Maxi war es, glaube ich. War Maxi? Es war verdammt verdächtig. Ah, es ist Maxi. Ja, es ist ja, wir waren alle zusammen beim Haufen da jetzt. Das ist so doof. Ich glaube aber, direkt beim Kill waren, glaube ich, Maxi und eine andere Person, aber ich glaube, Maxi war die Person, die sich zu Maudado hin teleportiert hat und dann ist Maudado umgefallen. Aber Maxi hat es auch gerade heute richtig gut drin. Sich nee, Maxi weiter vorne warst du nicht. Da kannst mir, du kannst mir. Also, Maxi, hör jetzt auf, mir einen Bären aufzubinden. Hey! Ich weiß nicht ganz. Ja, Ellie wird mir aufgebunden gerade. Ich habe auch keinen. Starke Ahnung. Verteidigung, Maxi. Okay, also ich glaube, ja, Maxi hat aufgegeben. Ich habe einen coolen das Hut, war's. Ich da gar nichts. Maxi hat schon lange aufgegeben, er hat vorhin gecallt. Das. Wer, ich? Ja, oder warst das nicht du? Nee, es war Timmit. Hä? Ich dachte, du warst das.
Der sehr coole Hut geht in meinem Besitz über. Ja, was meinst du? Also ich möchte Hut von ihm bekommen. Ich bin völlig verloren! Ich glaube, ich werde auch gerade langsam wahnsinnig, tatsächlich. Oh, ich nehme den gerne. Dann schaue ich nicht so wütend aus. Ich höre Dinge. Ja, wolltest du jetzt auch, oder? Ich weiß nicht, für wen. Mehr macht, was ein mentale Wellness. Ist okay. Mach Maxi. Ja, ich das ist, mal Hut ab. Maxi ist immer ein guter Call. Dankeschön. Ja. Oh, ich hab einen Fan. Ja. Ich habe langsam auch das Gefühl, ich drehe durch. Ich weiß auch echt nicht, was da passiert ist gerade in dieser Runde. Also wirklich. Wer war es denn jetzt? Ja, Maxi fallen. Maxi und Pibi. Ja, Maxi und Pibi. Puh. Ja. Die Mädels sind immer noch kacke da. Es tut mir leid. Ich hab, also, als wirklich, ich war, Maxi war so verwirrt. Warum bin ich so auf dem Poster heute? Ich will für mich eine verlängerte Aufgabe machen. Wir machen eine lustige Abschluss. Okay. What? Was ist passiert? Wir sind Turbo. Ja! Ui. So, wie wechseln wir die Map? Hier links eigentlich, oder? Geht das hier nicht? Hier an dem Automaten geht das nicht? Nee. Links? Dann muss nochmal raus. Ist das denn über Mod einfach? Ja, wollen wir noch die Map wechseln das letzte Mal? Ja, mach mal diese. Ja, die gut zum Rennen ist halt. In der Mitte mit der. Oh, der Schirm ist zu groß. Polos? Nee, Alter. Skeld? Was? Skeld, ja, genau. So heißt sie. Skeld. Welche Map? Ist eine neue Code. Wimberpau. Das wird wirklich Chaos im Gemüsebeet. Das sag ich mal. So schon immer gegen Wände. Killcooldown 20 ich Sekunden. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ist mit Killcooldown 5 Sekunden? Ja. Ja, oder 0 Sekunden einfach. Sekunden. Da muss man ja wirklich rennen. Viel Spaß. Yeah. Werde ich haben. Mhm. Oh Gott. Running for my life. Mist, Crewmate. Wer? Fufu, ich wollte downloaden gerade. Es ist noch keiner gestorben. Warum? Es ist noch niemand gestorben. Ich hab Angst. Ja, ich bin einmal komplett um die Map fast gelaufen und dachte, oh Gott, es ist schon so viel Zeit vergangen, dass ich die Map aufgedrückt habe. Ich hab immer so schön gemacht. Wir sind nicht mehr 10 Sekunden drin. Ich will gerade 20. Wofür macht mein ganzen Spielspaß kaputt, indem er sich wofür wir gewartet jetzt. Okay. Das wollte ich nicht. Schau doch mal von vorne an. Nein, es ist Maxi. Es ist Maxi. Ich hab's gesehen. Scheiße, es wäre wirklich Maxi gewesen. Nee. Ich hab gerade mit zugeguckt, wie er kein Ding abgeschossen hat. Du darfst voten, was du willst. Ja, Maxi tötet mich. Also Maxi hat mich jetzt getötet gleich. Jetzt gerade, jetzt. Ja, Moment, wartet kurz noch. Wir stellen uns alle auf einen Punkt. Wir stellen uns alle auf einen Punkt. Und warten ab. Siehst du, Maxi hat mich getötet. Maxi ist der Killer. Fufu war der Einzige, der ist Maxi. Maxi. Okay, Maxi, Phil. Hier mache ich nochmal die Blätter. Oh, als ob die Blätter werden gespeichert. Maxi, geh weg. Maxi verfolgt mich. Es ist Maxi. Es ist so safe, Maxi. Oh, Gottes Willen. Scheiße, ich schwitze. Das ist so riskant hier zu sein.
okay, ich bin maxilos geworden. Ja, wart. Muss doch irgendwo eine Leiche sein. Okay, oh, zwei. Oh, das war nicht Fufu. Ah. Das stimmt. Mip, wo bist du gerade hin? Ha? Wo bist du gerade hin? Ich weiß selber gerade nicht so wirklich. Ich laufe in die Schule. Ich glaube, das letzte Mal bin ich rüber nach Electrica. Ha? Achso, du bist, hast du nach dem Mörder gesucht? Ja. Also. Glaube ich zumindest. Ich bin in Richtung Electrica gerannt. Das Ding ist, Mip, da hat jemand richtig kackend reiß vor uns reingestochen, ne? Und wir sind beide so lost und wissen nicht, wer es war. Wer ist die andere lost Person? Wo ist denn passiert? Das Mip und ich. Wo ist denn jetzt Eli? Also Eli und ich sind ziemlich lost. Wo? Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht Krieger, Cracker. Habe ich einen Admin gefunden. Admin. Und von der Richtung aus kam hier Maxify entgegen. Maxify! Nein, nein, aber nur um! Ich muss, das kann ja doch jeder andere sein. Da kann man doch einwenden. Ich wollte es nur in den Raum werfen. Nur weil mein Name erwähnt wurde. Das ist eine Anschuldigung, die ich nicht bestätigen kann. Ich bin einfach mal da hinterhergelaufen die ganze Zeit. Ja, bis das Licht aus war. Obwohl, stimmt, du hast mich nicht gesehen. Weggelaufen. Ja, du hast mich nicht gesehen, weil, stimmt, du bist Inno. Als Imposter hättest du mich gesehen. Oh mein Gott, oh Maxi ist Inno. Oh mein Gott. Wait, wen wolltet ihr gerade? Skip. Oh, Skip. Oh Gott. Wenn ich jetzt raus bin, ne? Ich schon sagen. Ey, ihr habt Maxi gewählt? Ja, aber bevor ich verstanden habe, das dass Maxi Inno ist. Das war aus Mut raus. Aber jetzt weiß ich Bescheid, Maxi. Okay, wir haben wieder 20 Sekunden. Was mache ich jetzt mit den 20? Was mache ich mit meiner Zeit, sobald ich die Tasks geschafft habe? Ich könnte mich verstecken. Kenne ihn ja, ist es nicht. Mal mich hier. Ich hab halt meine Tasks. Da war jemand. Wo, Candy? Wo? Ich habe einfach keinen Plan, wie Timothy überhaupt da hinkommt. Wirklich nicht. Wo? What the fuck? Ja, wo? Ja, also beim Reaktor, ne? Ganz, ganz unten links in der letzten Ecke. Wenn ich nicht ganz reingelaufen wäre, um zu überprüfen, ob jemand in den Raum, hätte ich die Leiche noch nicht mal gesehen. Aber ich frage mich, da ist keine Task, da ist nichts, wie er da hinkommt. Also ich gehe mal davon aus, er kannte den Killer und sie haben sich sehr vertraut und er hat ihn dann so in die Ecke gelockt. So, und dann, er kannte ihn. Hä, aber ich habe zuletzt, also beim Reaktor zuletzt, habe ich dich gesehen, als Licht ausgegangen ist. Ja, genau, ich bin nach oben gerannt. Ich habe Maxi gerade in der Cafeteria gesehen. Ich weiß nicht, man ist halt so schnell, das kann halt jeder sein. Das kann halt wirklich jeder sein. Das ist echt ein Problem, diese Schnelligkeit. Und ich verstehe nicht, also ich habe Maxi vor Lights Out, habe ich ihn in Electric hier reinlaufen sehen, aber ich habe... Ja, ich habe drei Aufgaben da gemacht. Ja, warum fixst du da nicht das Licht? Hä? Das Licht ging aus, als du reingelaufen bist quasi. Ich hab nicht mal gesehen, dass das Licht aus war. Das Licht ging aus. Das Licht mache ich aus in Electrical, ne? Weil der Pfeil dahin gezeigt hat. Ich hab den Shit drei Aufgaben. Mach's an in Electrical, ja. Miau, bist du etwa Imposter? Nee, ich habe ja gerade gefragt, wo das... Ich weiß immer nicht, wo das ist mit dem Licht, weil das kommt immer nur so ein Pfeil. Und dann mache ich meine Test und dann hat gesagt, so ein Pfeil nach links, irgendwie bei Navigation, dann hat der so nach links gezeigt. Okay. Und dann bin ich von Navigation, wollte ich runter, aber ich weiß halt, dann bin ich über Waffen wahrscheinlich einen längeren Weg gegangen, einfach weil ich ein bisschen verpeilt bin. Aber ich wäre fast da gewesen. Weil ich so schnell bin. Maxi, wer ist es? Ich habe gar keine Ahnung, ich will einfach nur meine Aufgaben machen. Ich habe meine Aufgaben fertig. Nee, mir fehlen noch eine oder so, glaube ich. Ich klinge doch so unschuldig, ich würde mal alles drei. Ja, lass mal, ich meine, eigentlich müssen wir voten, weil es war Imposter-Leben, aber... Ja, ich habe jetzt auch geskippt. Ja, es geht mir einfach, das ist klug. Man sieht aber auch immer niemanden, wenn die so schnell sind. Irgendwie bei mir war auch voll. Rennt einfach weg und drückt einen Knopf und dann diskutieren wir nicht mehr. Rennt einfach an Leuten vorbei. Ja.
Mensch, Mensch, aha, Mensch. Miep. Aha. Ich glaube, hier ist Miep und... Also vielleicht, es kann halt trotzdem Maxi sein, hat mich im Dunkeln... Vielleicht hat mich auch einfach so verloren. Bei Maxi ist das schon gut möglich. Aber ich glaube... Boah, Ellie und Miep, Candy ist es nicht. Warum sollte Candy jemanden, der komplett weggebuggt ist? Oh nein, das Licht. Wir müssen das Licht zuerst fixen. Ah, Licht ist gefixt, okay. Was ist der Knopf-Cooldown? Eine Sekunde. So, schaut mal. So, schaut mal. Jetzt können wir wieder reden. Hallo? Was? Naja, die Sache ist halt, wir sind 6 Leute zu einem Posterleben. Eigentlich sollte es gerade vorbei sein und wir hätten verlieren müssen. Aha. Aber wir haben noch nicht verloren, deswegen habe ich gedacht, oh, komm. Reden wir. Ich fühle mich gerade so exhausted von den letzten Noten, das ist unglaublich, ich kann nicht mehr denken. Gib mal aus. Funktioniert einfach nicht mehr. Miep, warst du gerade rechts bei Navigation? Rechts war neben dir gestartet und ich habe auch Download gemacht. Okay. Wollt ihr wissen, was für eine Aufgabe du gemacht hast? Kam so ein Schild da unten, da war ich und mit Navigation in der war mal da. Da bin ich weiter wieder, weil ich ja Navigation schon habe, weil ich gechattet habe, dass ich schon war. Also ich bin fertig und habe deswegen so ein bisschen bei Licht gekämmt und Licht gerade gefixt auch. Fast. Okay. Ich glaube, Candy ist sehr innocent. Ich glaube, ich weiß, dass ich sehr innocent. Also Candy war alleine. Ja, aber warum soll Candy hat diese Leiche reportet, die irgendwie in der Wand drin lag. Warum sollte ein Imposter so eine Leiche, die niemand findet? Okay, also. Ja, das stimmt. Also, hört mich an, warum Mip böse ist. Hä? Okay, ja. Man muss ja dieses Gas auffüllen, dann zum oberen Reaktor, dann nochmal Gas auffüllen, dann zum unteren Reaktor. Und die gute Mip ist einfach zum oberen. Ich lauf zurück, hol Gas, lauf zurück zum unteren und da steht sie schon und fake die Task. Wenn man runterrennen kann. Man ist sehr schnell in diesem Spiel. Ja, aber du hättest mit mir hättest du Gas holen müssen. Ich genau denselben Weg gelaufen bin. Sache ist, ich schulde Ellie noch einmal Glauben. Zack. Und sie hat halt nicht reported diesen einen Kill. Sie hat mich die letzte Runde gewotet. Hab ich wohl. Ui. Achso, ich hab nicht verstanden. Ich kann mich nicht verteidigen. Also was machen wir? Ich hab Mip gewotet, aber du darfst machen, was du willst. Du hast doch schon gewotet. Ja. Achso, ich hab überspringen gemacht. Alle guten Dinge sind Maudado. Ah, danke. Das ist sehr lieb. Das ist wirklich sehr lieb. Viel Spaß im Weltall. Oh boy. Okay, jetzt halt die Frage. Ist es. Warte, wer hat noch gelebt? Boah, ich bin so lost, Leute. Ich bin so unglaublich lost. Die Sache ist, Candy und Ellie finde ich recht sicher eigentlich. Außer ich wurde gerade angelogen. Maxi ist es halt. Vielleicht Maxi oder Miau. Miau hat geskippt, ist Miau. Okay, mittlerweile müssen Kill gefallen sein. Oh Gott, Miau. Und Maxi, wo ist denn... Lol, ich habe meine Leiche gefunden, wie krass. Woanders. Okay, Maxi. Das war in Mad Bay. Ellie. Ich habe alle meine Aufgaben fertig. Candy. Bin ja fertig. Ja, Candy, was sagst du, ist Miau oder Maxi? Du kamst ja jetzt gerade auch von unten. Warum sollte Maxi reporten, wenn er es ist? Das schreck mich auch. Maxi. Du kennst ihn besser als ich. Maxi ist so verzweifelt im Spiel. Maxi kann alles machen und er hat einfach nur Angst. Ja, er hat so eine Stimme, ich würde ihm alles glauben, so was er sagt. Das ist halt schwierig. Ja, das ist ein Fehler. Ey, was wäre voll dumm, wenn ich ein Kind mache, weil was geht bei dir ab? Wie fühlst du dich gerade? Ja, fühlst du dich schuldig? So, ich habe alle gesehen, aber irgendwie auch nie. Also ich war in Security und dann habe ich nicht gerafft, was dieser Fernseher macht. Was? Welcher Fernseher in Security? Das ist ein Fernseher in Security. Ich dachte, man kann da gucken.
Aber gib doch auf Maps, wo du so gucken kannst. Ach so. Hast du doch da, sind noch vier Monitore, ja, oder gucken. Nicht? Was hast denn du für Tasks in dieser Runde gemacht, so? Es ist aber gemein zu fragen, weil ich bin schon fertig, aber es wäre auch gemein, weil ich echt mich nicht so auskenne mit Tasks. Okay, ja. Aber ich bin schon fertig. Okay. Ich habe eben meine Tasks beendet, könntest mich fragen, ich weiß es nicht mehr. Und Maudado kam von unten. Ich bin lieb. Maxi war, ich bin Security raus, da war Maxi vor der Tür. Ich hatte Angst vor dir ein bisschen. Ich hab dich beobachtet. Ich hätte dich locker killen können da, aber ich hatte Angst vor dir. Das stimmt, du hättest mich killen können. Hast du nicht gemacht. Aber der wird auch gerade reported schon. Vielleicht hast du ja schon gekillt und cool. Dann. Oh, die Sache ist, in meinem Kopf ist Maxi immer Assass. Und Maudado kam von oben links. Ich habe euch auch alle gesehen, so, aber ist schwierig. Oh, weiß ich auch nicht. Also Maudado, wenn du es bist, warte, wer ist denn gestorben überhaupt? Da steht gar nichts von dem Warte, Maxi. Okay. Warte, wer ist denn gestorben? Fuck. Ellie, glaube ich. Ellie war Inno. Ellie und Candy. Ja, obviously. Candy, entscheide dich. Miau oder Maxi, entscheide dich. Ich vote mit dir, Candy. Zack. Ich mach, was dein Gefühl dir sagt. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ich hab auch nichts gemacht. Hast du noch einen Knopf, Candy? Wenn ja, drück mal ganz schnell den Knopf. Oh mein Gott. Ich renne eigentlich von der ersten. Jetzt habt ihr nicht gedrückt, sag mal, seid ihr doof, habt nicht gedrückt. Egal. Renn im Kreis und drück den Knopf. Okay, ich muss nur Miau entkommen. Scheiße. Wenn wir das irgendwie hinbekommen, ist der krank. Drück den Knopf. Ich hab keinen mehr, oder? Nee. Okay, ich würde sagen, das hat sich geklärt. Ich hab so gepanikt. Ich hatte auch Panik. Okay, Miau. Also, warum hast du... Egal. Willst du irgendwas sagen? Mann, du lässt dich mal so laut. Ich kann nicht mehr, ich bin so lustig mit so schnell. Oh Mann, ey. Maudado, warum klingst du so, als wärst du übelst außer Atem? Als Junge, ich bin mental komplett am Ende. Ich bin Maudado so ist wirklich Ende. Gerannt. Oh Mann. Ich bin so fertig. Ich bin so schlecht. Ich hab mich erst gefragt, wenn du immer so bist, Maudado, warum bist du nicht hier? Ja, ich hab mir gedacht, Candy, Ellie sind lieb und eine von den beiden und dann bist du einfach tot und ich denk mir Scheiße. Das war doch eine schöne Abschlussrunde. Meine Gehirnzellen. Ich bin Fragezeichen bei mir. Ganz krass. Und ich so, oh Scheiße, ich muss Timmy töten, der hat mich gewotet, Mann. Also, wie kam es, dass deine Leiche da lag? Bitte. Ich hab mich ja in die Ecke gestellt und hab gesagt, komm, ja, töte mich einfach. Ich wusste genau das war meine Erklärung, wie das zustande kam. Okay. Ich bin heute kaum gestorben. Lass es über mich ergehen. Du warst heute nicht unbedingt. Ja. Okay. Bin ich nie eigentlich, sonst bin ich immer tot. Oh. Oh Mama. Einfach zurückhalten, Maxi, das ist die Taktik. Das ist es, einfach nicht sagen. Ja, nicht deswegen sagen. Tötest du vor meinen Augen immer. Ey, das ist halt wirklich. Ja. Ich habe nämlich keine Ahnung, was für Tasks sind oder was hier ist. Damit kann ich gar nicht spielen, dass ich das Task mache. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Imposter dann machen muss. Ich bin so leid, dass du mit mir Imposter geworden bist. Ich bin so lost als Imposter, ne? Ich kann gar nichts. Ich bin mir so durchgerannt, ich rum und was ich gesehen habe. Ja, ich habe nur sabotiert, weil ich mir dachte, so das Einzige, was ich kann, ist sabotieren, mich irgendjemand killen, mich ja instant raus. I don't know, ich habe gedacht, scheiß auf alles, du kannst wegrennen, ich töte jetzt. Immer die Taktik sein, ich sabotiere, du tötest. Ran, ich hab ihn wir waren auch zusammen wieder in so einem Raum, wo wieder zwei Leute waren, hab ich noch gedacht, oh, machen wir jetzt, und irgendwie jemand killen. Ja, ich hab mir auch gedacht, so, entweder ich kill jetzt, aber ich war nicht schnell genug auf dem Knopf. Ich auch nicht, ich drücke mal drauf, anstatt drauf zu drücken auf diesen Button. Ich drücke halt auch mit der Maus drauf. Ich weiß nicht, welcher Button das ist. Nicht so scheiße, das wäre jetzt so gut gewesen, ne? Aber. Ja. Okay, Leute. Schade. Ja, war mega fun. Ja, das ist toll. Ich bin so erschöpft, das ist unglaublich. Ich bin komplett mental am Ende. Das war schlimm als Gym heute. Das war halt echt schlimmer als Gym. Weil du wusstest es halt ja auch und ich bin einfach hinterher gelaufen. Oh Mann.
Ach, dann hast du gerade abgehängt, noch Reaktor gefixt, während ich dann zum Button gelaufen bin, oder wie war das? Nee, wir haben beide gerade zusammen Reaktor gefixt, weil man braucht ja zwei Leute. Wir haben sabotieren sollen, dann hättet ihr nicht genug Zeit gehabt. Das war, ja, ich habe daher keine Ahnung, ob ich da was sabotieren muss oder so. Ja, ich hab Reaktor, das ist nicht so schlau gewesen. Naja. Doch, das war schlau. Mein Kill-Cooldown war ja noch auf 18 Sekunden, dann wusste ich nicht, ja, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Dann hab ich einfach Maudado verfolgt. Auch ein Plan. Armer Maudado. Ich hab mal Angst gemacht. Aber ich hab auch voll Schiss gehabt, Emma, ja? Schon mehrmals. Also man echt so. Okay. Danke für die Einladung. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Also, wenn ihr wollt, können wir immer noch mal mit Wolfschat spielen. Oh ja, das würde ich gerne auch. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Okay. So richtig schön unterhalten, ja, während man getötet wird. Ja. Ja, danke. Vielleicht funktioniert mein Internet dann auch endlich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Süßes. Genießt die Sonne und die unglaubliche Hitze. Ja, bye. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Bye. Boah. Wen hoste ich jetzt? Bin raidig. Ich glaube, Miau hört auf. Miau hat schon zweimal gestreamt. Wahrscheinlich, ja. Dann stream Piwi weiter. Lass mich mal. Wir machen eine kurze Pause, okay? Ich mache einfach wieder Musik an. Okay, heißt, da geht's gleich weiter. Ja, Wintercracker, was ist dein Fazit? Willst du noch irgendwas den Zuschauern sagen? Ich bin eigentlich hier wegen das, was wir gleich vorhaben, aber wir können... ich bin auch deswegen hier, deswegen muss ich mich irgendwie verabschieden. Sag noch irgendwas. Mein Fazit ist, Maudados und Sassy Barker. Die Runde war wirklich lustig. wie entrüstest du auch was? Da wurde ich einfach Sassy Barker genommen. Das war wirklich frech. Das war unglaublich frech. Okay, Leute. Ich schicke euch einfach zu PV Art. Seid nett zu PV Art. Da wird vielleicht noch gezeichnet. Weil ich glaube, Miau Art hört auch zu spielen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Danke an die Mods. Danke für die Subs. Was auch immer war. Und ciao. Ciao, Kakao. Shell Talk Live. Was sagt Timid? Ich bin Timid. Ich bin Timid.